Begrüße ganz herzlich Knut Kircher. Wir haben immer als Einstieg einen biografischen Teil, den wir entsprechend, sofern Sie bereit sind, darauf Antwort zu geben, mit Ihnen gern durchgehen würden. Wir beginnen unser Gespräch immer mit einer Frage zum persönlichen Werdegang, weil wir uns natürlich auch für Biografien sehr interessieren. Können Sie uns zunächst einmal etwas sagen zu Ihrem Elternhaus, zu Ihrer Herkunft? Also wahrscheinlich haben Sie Schwierigkeiten, mich zu verstehen, aber ich schätze mal, Sie haben irgendwie im Hintergrund einen Dolmetscher, der es mächtig ist, aus dem Schwäbischen dann ins Hochdeutsche zu übersetzen. Nein, herzlichen Dank für die Einladung, der ich gerne gefolgt bin. Sehr gerne, also wie Sie es hören, Native Speaker, Schwabe durch und durch, noch nie irgendwo anders aufgewachsen als im Schwabenland. Stamme aus Hirschau, geboren in Tübingen. Hirschau, eine Teilgemeinde oder ein Teilort von Tübingen. Wahrscheinlich besser bekannt als eine der mitunter schönsten Universitätsstädte, die wir haben in Deutschland. Und wohne jetzt mit meiner Familie in einem Teilort in Rottenburg am Neckar. Rottenburg, so aus dem Bistum Rottenburg-Stuttgart vielleicht eher bekannt und Sitz des katholischen Bischofs, den wir dort haben. Ja, aufgewachsen, wie gesagt, in Hirschau, dort zur Grundschule gegangen, viele Dinge gemacht im Hirschauer Vereinsleben, Fußball gespielt, Akkordeon gespielt, Theater gespielt und irgendwann mal das Abitur in Tübingen gemacht, danach noch den Bundeswehrdienst von 15 Monaten hinter sich gebracht auf der Schwäbischen Alb in Münsingen und dann studiert an der Fachhochschule in Albstadt-Sigmaringen. Das heißt, also schon allein da habe ich nie meine Wurzeln oder meine Finger nie ausgestreckt über das Schwabenland hinaus. Das kam dann erst viel, viel später. Dann angefangen bei einem schwäbischen Unternehmen, einem urschwäbischen Unternehmen, die Firma Trumpf, die Diplomarbeit gemacht. Trumpf ist besser bekannt unter dem damaligen Inhaber Bertolt Leibinger. Der ist vielleicht eher noch ein Begriff, war dann auch mal, ich glaube, Vorstand des VDMA, Verband Deutscher Maschinenbauer. Und danach irgendwann mal gewechselt zu einem großen Stern des Südens, nämlich zu Mercedes-Benz oder der Daimler AG. Ja. Also das ist so der kleinere Werdegang. Verheiratet, drei Kinder, drei Jungs im Alter von 18, 15 und 12 Jahren. Die beiden Jüngsten, wenn man das so sagen darf, die spielen Fußball. Der Älteste hat gar nichts mit Fußball am Hut, der rudert ganz extrem und bereitet sich jetzt ganz intensiv vor auf deutsche Meisterschaften, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften. Ist also schon ganz gut unterwegs, ja. Ist 2 Zentimeter größer als ich. Da kann man sich dann locker hinter dem verstecken mal dann, ja. Das ist also, ja, also eine bewegte Kindheit. Meine Eltern sind Gott sei Dank beide noch, meine Eltern sind beide noch am Leben, wohnen noch nach wie vor in Hirschau und freuen sich bester Gesundheit. Von daher ist es immer wieder schön, auch nach Hirschau zurückzukehren und dann auch jetzt anstehend sicherlich gemeinsam schön die Feiertage im Kreise der Familie zu erleben. Vielen Dank, Herr Kircher. Herr Kram. Gab es einen spezifischen Hintergrund für Ihren späteren Werdegang, beruflich wie auch sportlich? Beruflich, ich bin auf ein allgemeines Gymnasium gegangen, habe also das allgemeine Abitur gemacht und habe mir immer überlegt, was könnte ich denn mal werden, ja, und ich war lange unentschlossen und der letztendliche Fokus reifte erst tatsächlich zu dieser Bundeswehrzeit, in dem ich mir dann mal tatsächlich Zeit genommen habe, mich auf den Hosenboden gesetzt habe, obwohl ich mit 14 Jahren, und damals gab es diese Schulsamstage noch bei uns, alle 2 Wochen Schule, dann wieder frei und dann sind die Schulsamstage komplett abgeschafft worden. Und in dieser Zeit habe ich immer im Ort selber in einer Fabrik gearbeitet, die Maschinenelemente herstellt. Also da wird gedreht, da wird gefräst, da wird geschliffen und ganz banal angefangen, um die Werkstatt zu fegen und mich dann so langsam hochgearbeitet und tatsächlich in den Ferien über längere Zeit, 3 Wochen, 4 Wochen, 5 Wochen am Stück, dann tatsächlich an CNC-Drehautomaten gearbeitet, was natürlich monetär auch ganz gut war als Nebeneinkünfte. Und ich war freigespalten. Insofern, dass ich mir gut hätte vorstellen können, Lehrer zu machen,
Ja, ich habe mich dann auch schon beworben an einer pädagogischen Hochschule. Hatte da eine Zusage. Alles während dieser Bundeswehrzeit. Dann das zweite war, ja, mach doch was Solides. Also das kam mir aus meinem Elternhaus. Bankkaufmann. Es geht ja über den Bildungsweg dann auch innerhalb einer Bank. Das ist ja auch möglich. Also auch da beworben und auch die Vorstellungsgespräche hinter mich gebracht. Auch da eine Zusage gehabt. Und dann letztendlich gesagt, aber ist es das? Und dann habe ich gesagt, Maschinenbaustudium wäre auch ganz gut. Und habe mich dann beworben und habe im Schwabenland leider keinen Platz bekommen, dazu war das Abitur wahrscheinlich zu schlecht und die Wartezeit zu kurz. Hätte dann in Koblenz eine Zusage gehabt, war in Koblenz, habe mich immatrikuliert, habe dort nach einer Studentenwohnung geschaut und habe dann zu Hause angerufen. Damals gab es zumindest für mich noch kein Handy und an diesem Tag, nachdem ich alles erledigt hatte und kurz vor der Rückreise von Koblenz stand mit der Bahn, hat meine Mutter dann gesagt, ja, gerade eben kam die per Post die Zulassung im Nachrückeverfahren für die Fachhochschule Albstadt Sigmaringen. Dann musste ich mich also quasi wieder auf den Berg in Koblenz quälen und mich exmatrikulieren. Ja. Und so bin ich dann im Schwabenland hängen geblieben und so war dann auch die Berufswahl. Ja. Aber eine Prägung selber, mein Vater hat eine Schlossereilehre gemacht und war aber zum Schluss Busfahrer bei der Bahn. Meine Mutter eher dem Verwaltungsdienst anheim. Es gab nie eine elterliche Prägung in der Hinsicht. Es war einfach reines Interesse am Gestalterischen. Mhm. Danke. Peter, wenn du fortsetzt, immer, wir haben die Reihe der Fragen. Das war jetzt die dritte Frage. Wirklich so, dass das so nach und nach. Ja. Gab es für Sie in jungen Jahren prägende schulische Lehrer und gesellschaftliche politische Vorbilder, beziehungsweise auch Leitfiguren aus dem Bereich des Sports? Ich glaube, es ist ein gutes Zeichen, wenn man sich heutzutage noch mit einem Lachen und sicherlich, damals war es vielleicht nicht so besonders toll, aber wenn man sich heute zurückerinnern kann an Gegebenheiten in der Schule und im Studium. Und vielleicht nicht mehr an Zitate, aber einfach an Begebenheiten, an Eindrücke, die man damals gewonnen hat. Und deshalb kann ich mich noch sehr gut an viele Lehrer erinnern, ja, die damals einen prägenden Eindruck hinterlassen haben. Und sei es nur, um zu sagen, also so wie damals willst du hoffentlich nie sein und willst du auch hoffentlich nie. Ja, das ist völlig normal, aber wo man sich dann auch wieder erkennt und denkt, oh, bist du denn heute so viel anders als mein anderer, über den du vielleicht hergezogen hast? Also ich kann mich noch wunderbar an einen Chemielehrer erinnern, der hat es immer sehr einfach gemacht. Der hatte drei Klassen und hat mit diesen drei Klassen immer die gleichen Arbeiten geschrieben. Der hatte immer den gleichen Tafelaufschrieb und diese drei Klassen waren hintereinander bei ihm im Unterricht. Und es war dann wenn die Arbeit geschrieben wurde, ein Ausschleusen der einen Klasse über das Labor und dann das Hereinführen der zweiten Klasse, dass die nie Kontakt miteinander hatten, sodass da also kein Austausch auf den Gängen stattfinden konnte, das war klasse. Von daher, ja, gibt es sicherlich die prägenden schulischen Lehrer. Politische Vorbilder, ich will es nicht Vorbilder sagen, aber Menschen, die mich beeindruckt haben, war sicherlich in meinen jungen Jahren, weil ich ihn dann auch mal gehört habe, Lothar Späth, unser ehemaliger Ministerpräsident in Baden-Württemberg, bei einem Vortrag, als ich Student war und man sich dann, ich habe mich relativ spät mit Politik und dem Ganzen befasst und da war er für mich schon prägend, weil ich sage, wow, da kam etwas, er konnte zumindest etwas vermitteln. Ja. Ob das dann inhaltlich alles so gepasst hat, war mir damals selber nicht bewusst, aber er war zumindest ein recht charismatischer Typ, der wohl sagt, ja, das ist, da kommt, da ist schon was, wenn der den Raum betritt, da geht schon mal das Licht an. Ja. Mhm. War für mich also schon durchaus prägend im Sport. Ich bin ein leidenschaftlicher Genießer von Sport, egal was es ist. Und ich bin natürlich in den Zeiten groß geworden von Steffi Graf und Boris Becker, was Tennis anbelangt. Ja, habe selber nie Tennis großartig gespielt, aber das verfolgt man natürlich, Menschen im nahezu gleichen Alter, was die so leisten. Und ich habe mich immer, egal ob es Winter- oder Sommerolympiaden waren, ich fand es immer fantastisch.
Ja, das war für mich ganz prägend, diese verschiedenen Sportarten. Ich war nie nur auf Fußball fokussiert und fixiert. Das war für mich grandios, was dort geleistet wurde. Ja. Aber eine spezielle Figur, die Sie ganz besonders beeindruckt, fasziniert hat? Nein, also es war so vielfältig. Ja. Das war nie was ganz Spezielles. Mhm. Wie wurden Sie Fußballschiedsrichter? Ja, so, da kommt man so, da schlittert man so rein. Ja. Also ich hatte nie den Ansporn zu sagen, oder ein absolutes Negativerlebnis gehabt im Fußball. Oh, jetzt, also du kannst es mal besser. Das geht gar nicht. Nein, es gibt eine ganz einfache Regelung. Im Württembergischen Fußballverband muss man pro Mannschaft, die man am Spielbetrieb angemeldet hat, als Verein, einen Schiedsrichter stellen. Und dadurch ergibt sich eine Sollzahl für jeden Verein. Wenn er weniger hat als die erforderliche Sollzahl, zahlt dieser Verein eine Strafe an den Verband. Und wenn er mehr hat, bekommt er Geld. Und so war jedes Jahr die Suche nach Schiedsrichtern, weil jedes Jahr ist ein Neulingskurs. Und dann hat uns, und es geht einfach nur von Mund-zu-Mund-Propaganda oder Ansprechen, uns hat der Jugendleiter angesprochen und gesagt, ah, der Verein sucht Schiedsrichter und könntet ihr euch das nicht vorstellen. Aber die Woche war ausgefüllt. Ich bin auch noch geritten, mein Vater hat Pferde. Theater spielen, reiten, Fußball spielen, Akkordeon spielen, Abitur machen. Also die Woche war voll, ja. Ich konnte mich nicht beklagen. Und dennoch habe ich gesagt, oh, das könnte mal ein interessantes Feld sein. Mach das mal, ja. Und so bin ich angesprochen worden mit vier weiteren. Also wir waren zum Schluss fünf, die den Neulingskurs begonnen haben. Und das macht man nur in der Theorie. Man ist als Schiedsrichter ganz anders unterwegs und bekommt dann Regelfragen vorgesetzt und sagt, okay, das kann man lernen wie in der Schule. Aber dann kommt die Umsetzung in der Praxis. Das ist was anderes. Wir haben ein paar Fragen noch zu Europa, die uns ein bisschen noch zum europäischen Gedanken führen sollen. Wann ist Europa für Sie als Person mehr als nur ein geografischer Raum, nämlich als ein politisches Projekt erkennbar und wahrnehmbar geworden? Also als Raum, haben Sie recht, die Frage als Raum, klar, wenn man natürlich in Urlaub geht, wenn man dann auch als Schiedsrichter auf einmal seinen Aktionsradius so erweitern kann, dass man sagt, wow, jetzt bin ich nicht nur in Deutschland aktiv, sondern ich bin in Europa aktiv und komme da an verschiedene Ecken dieses Kontinents. Aber als Politikum letztendlich ganz intensiv war die Einheit Deutschlands, aber auch davor schon Dinge, wo man sagt, wow, was passiert denn so alles? Also wenn man dann mal irgendwann als junger Mensch, als junger Erwachsener eintritt und sich mit diesem schon auf der schulischen Ebene so damit beschäftigt und sagt, was war denn das alles? Was hat denn Deutschland überhaupt für eine Rolle gespielt? Welches Bild hat denn Deutschland so in einem Kontinent, in Europa, ja, mit der Bürde dieser Weltkriege? Und es ist dann schon immens, wie man dann gesehen wird. Ja. Für mich ganz prägend war mal eine Begegnung, die ich 2004 in Südkorea hatte mit einem älteren Südkoreaner, der mich dann tatsächlich gefragt hat, als ich dann dort war, um Spiele zu leiten, wie geht es denn Adolf Hitler in Deutschland? Ich dachte mir so, wow, was ist denn hier los? Ja, wie wird Deutschland in der Welt wahrgenommen? Wie wird Europa in der Welt wahrgenommen? Und da ist es eine ganz, ganz interessante Geschichte. Ja. Und immer mal wieder wird man daran erinnert, an die Rolle Deutschlands. Ja. Und so nimmt man dann auch Europa wahr und sagt, ja, wie sprechen einen Menschen an, die wissen, du kommst aus Deutschland, du kommst aus einem Teil Europas und du selber bist, aber bewegst dich innerhalb Europa. Ja. Also das ist schon, man muss da halt mit offenen Augen und Ohren dann auch sich in diesem Kontinent bewegen und dann wird es spannend. Ja. Mhm. Wann beginnt denn für Sie eigentlich Europa als Idee? Geschichtlich oder territorial? Also geschichtlich so, ja. Beides eigentlich auch. Wann beginnt für mich Europa? Ich glaube, das ist für mich schon in die schulische Zeit zurück. Ja. Da hatten wir nämlich hauptsächlich im Süden diese Jumelage, also diesen Austausch mit französischen Partnerstädten. Ja. Und da stammen wir, in Hirschau haben wir bis heute Kingersheim im Elsass als französische Partnergemeinde
Und da wächst man natürlich in einem Dorf auf, wo dieses dann auch gelebt wird, diese Geschichte gelebt wird. Und dann merkt man, es ist nicht nur Deutschland, es ist auch Frankreich. Und außerhalb Frankreich gibt es dann auch noch die anderen großen Nationen und kleine Nationen, in die man nicht nur rein in den Urlaub kommt, sondern halt einfach sich auch mit der Geschichte dann auseinandersetzt. Und da hat für mich so ein bisschen Europa begonnen, auch der Gedanke an Europa, dass man sagt, eigentlich sind doch diese Völker in der früheren Geschichte so verstritten miteinander, dass sie sogar Kriege gegeneinander geführt haben, ja, initiiert halt aus deutscher Sicht. Und jetzt arbeiten aber alle wieder daran, um tatsächlich eine Gemeinschaft zu bekommen, ja, einen Kontinent hinzubekommen, was immens schwierig ist, wenn man dann das tatsächlich mal bereist, gerade ideologisch, was ist denn von Norden nach Süden, von Osten nach Westen, was ist denn da, was, welche Unterschiede, massiven Unterschiede sind denn da? Wo sind Grenzen für Sie, wenn man von der Europa-Idee ausgeht? Vielleicht kann man das auch noch verknüpfen mit Erfahrungen, die Sie selber als Referee machen konnten. Es sind natürlich, es sind zum einen, denke ich, es sind Grenzen im Kopf da. Da fangen ja die meisten Grenzen an. Einfach, ich denke nur für mich und ich denke so im Kleinen. Und solange es mir gut geht, ist alles prima und die anderen sind mir egal. Also da oben sind schon mal Grenzen. Das andere ist natürlich einfach von der Mentalität her. Ja, also wenn man, für einen Schiedsrichter ist es immer Wahnsinn, wenn man ein Spiel hat mit einer englischen Mannschaft im Europapokal gegen eine italienische oder spanische Mannschaft. Ja, das ist, da kann man gar nichts richtig machen. Ja, und das allein schon auf die politische Bühne stelle ich mir so extrem schwierig vor, wenn man dann sagt, so jetzt spielt hier meinetwegen eine französische Mannschaft gegen eine griechische Mannschaft oder so, das geht gar nicht. Ja. Also da kann man als Schiedsrichter, als Mittler ja nur verlieren. Ja, man kann es keinem recht machen und man sucht eben dann auf dem Feld, genauso stelle ich mir den Politiker vor, die maximale Möglichkeit an Kompromiss, die es hergibt, die es tatsächlich möglich macht, ja, in einer Art vernünftigen Balance zu leben. Und so ist es für mich dann auch auf dem Spielfeld. Ja. Und deshalb denke ich mir immer so, die Schiedsrichterei ist halt doch auch ein Stück weit Leben, ein Teil des Lebens. Ja. Schöne Analogie. Ja. Wir haben es bewusst ein bisschen jetzt noch so historisch, philosophisch, ideengeschichtlich aufgezogen, um dann konkreter zur eigentlichen Materie zu kommen. Herr Kramp, wie würden Sie sich die europäische Integration erklären? Wie ist sie zu erklären? Die europäische Integration in Form von, wie kommen die anderen Staaten hier rein in Europa und die noch nicht drin sind? Da erleben wir ja gerade was ganz Tolles. Ja. Das ist also auf der einen Seite so wirklich Extreme zu haben in einer Demokratie, wo viele oder die meisten der großen Staaten, Mitgliedstaaten in Europa ja auch drin sind und dann zu sagen, und dennoch, am Beispiel der Türkei, nimmt man jetzt so eine Türkei mit auf dem Weg in ein gemeinsames Europa oder nimmt man es nicht mit und welche Rolle spielt es da? Ich finde es brutal schwierig. Es ist wirklich brutal schwierig, da eine Integration hinzubekommen, die dann nicht wieder irgendwelche anderen Fronten und Grenzen aufmacht, die dann auf einmal ganz woanders lang gehen. Oder auch so eine Geschichte mit dem Thema Brexit, ja, wo man jahrelang an einer Gemeinschaft arbeitet und jetzt kommt auf einmal jemand und sagt, oh, wieso was? Ich bin da jetzt mal draußen, ja, macht was draus, aber ohne mich. Ja. Also, ist das ein solidarischer Gedanke? Kann das wirklich, das ist der Anfang schon vom Ende oder kriegen die sich wieder gefangen oder was ist es? Also ich stelle es mir unheimlich schwer vor. Und zu erklären, ja, schon allein durch das, dass es schwierig ist, findet man da kaum eine Erklärung. Also ich zumindest nicht. Ja. Es wird noch ein jahrelanger Prozess werden. Und wer dann tatsächlich dann alles noch mitmacht, ich bin selber gespannt. Ja. Das erlebt man Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt erlebt man Neues. Und sehr schwierig natürlich auch immer in dem, was passiert in dem eigenen Land und wie ist die Haltung in einem Land, also so quasi in dem abgeschlossenen Kosmos, dann wieder, was bedeutet dies für Europa? Das ist unheimlich schwierig, ja, wenn man das so mitkriegt, diese Strömungen.
spannend. Die nächste Frage ist nicht weniger komplex. Europa ist in der Krise, gemeint ist aber immer die EU. Welche Zukunft sehen Sie für Sie? Also ich hoffe, dass dieses Gebilde der EU wieder erstarkt. Ja? Nur sehe ich momentan eher gerade so einen anderen Ruck, ja, wo ich sage, oh, wer kann das wieder einfangen? Also wer kriegt das jetzt wieder aufs Gleis gesetzt? Und einer oder eine allein kann es nicht. Es müssen Allianzen gebildet werden. Ja? Und diese Allianzen zu finden, das ist unheimlich schwer. Zumal in der politischen Landschaft, wie es ja gerade so in den einzelnen Ländern in Europa so blüht, sehr extrem zugehen kann und zugehen wird. Und da ist es mir dann so ein bisschen Angst und Bange zu sagen, hoffentlich kriegt man das in diesem demokratischen Prozess dann doch wieder vernünftig eingefangen. Ich würde es mir wünschen, weil ich sehe in dieser Gemeinschaft der Staaten in Europa eigentlich nur Vorteile. Ja? Offene Grenzen, offenes Miteinander und wie gesagt, die Barrieren fangen meistens im Kopf an. Welche zukünftige Rolle sollte Deutschland in dieser Europäischen Union spielen, Ihrer Ansicht nach? Also für mich war und ist Deutschland immer eine starke Rolle in Europa und diese Rolle sollte sie auch nach wie vor spielen. Allerdings auch immer stark in der Vermittlung. Also so den einen oder anderen zu überzeugen, mitzunehmen. Ich glaube, Deutschland ist wirklich eine der Nationen, die aus meiner Sicht natürlich profitiert von einem starken Europa, sicherlich, aber andererseits auch diesen Gedanken nach einer europäischen Einheit sehr intensiv pflegt. Und das finde ich gut, wenn das Deutschland weiterhin so tut. Danke. Welche Rolle kann der Fußball bei der europäischen Einigung spielen? Der Fußball ist etwas Völkerverbindendes, ja. Also von daher glaube ich schon, dass der Fußball mit eine Rolle spielt. Man darf allerdings die Rolle des Fußballs nicht überstrapazieren. Also wenn wir ehrlich sind, sind es auch wieder kleine Kosmen, die hier in Form von Vereinen, die hier gegeneinander spielen. Und es sind nicht nur Europäer, die da drin spielen, sondern es sind Südafrikaner, es sind Asiaten, die kommen aus allen Herren Ländern dann. Ja. Und ich glaube, dort im Fußball ist es schon sehr gelungen, aus Europa einen großen Teil zu machen mit der UEFA und der Organisation da dahinter und den vielen kleinen Ländern, die da dabei sind. Vielleicht kann der Fußball auch Brücken aufbauen und Barrieren abbauen, aber der Fußball wird auch missbraucht in seiner Rolle. Als Beispiel, wir reden gerade um eine Europameisterschaft im Jahre 2024. Das sind zwei Kontrahenten, die auch in Europa gerade in der Diskussion sind mit Deutschland als Ausrichter oder die Türkei als Ausrichter. Ja? Und da ist es natürlich hochspannend, weil das auch so ein bisschen so einen Effekt haben kann und vielleicht als Druckmittel dann auch genutzt werden kann, die Türkei endlich in die EU zu bekommen. Also Fußball bietet Möglichkeiten, hat aber auch die Gefahr, dass es missbraucht werden könnte. Ja? Damit haben Sie schon die perfekte Überleitung zur nächsten Frage geliefert. Ob nämlich Fußball, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften eher Beiträge zur Kultivierung von Nationalismen sein können und welche Erfahrungen Sie dabei gemacht haben? Ganz klar, können, kann sein und gerade solche großen Turniere. Wenn ich jetzt nur mal zurückdenke, bei Länderspielen, die ich geleitet habe oder aus den Erfahrungen von Länderspielen bei großen Turnieren, Welt- und Europameisterschaften, da kannst du es dir als Schiedsrichter mit einer ganzen Nation verscherzen. Mhm. Ja, das ist ja dann so ein Mechanismus, der dann dadurch entsteht. Ich kann mich entsinnen, Urs Meier hat ein Spiel gepfiffen mit, war sogar die Weltmeisterschaft damals, Japan, Südkorea, mit England. Und England hat unter ihm verloren mit einer richtigen Entscheidung, aber die englische Sun wollte es damals nicht wahrhaben und hat dann gegenüber seiner schweizerischen Heimat, gegenüber seines Geschäftes, das er da hatte, auf die Wiese eine große britische Flagge hingemacht. Und das hatte man früher im Weltkrieg damals als Ziel für die britischen Bomber ausgegeben. Ja? Also sowas. Oder
dann die Handynummer veröffentlicht in der Zeitung, also der heutigen Bild-Zeitung, ja, sowas, sodass dann ein ganzer, sich ein Unmut eines ganzen Volkes projiziert hat auf eine Person oder dann auch wieder auf die Nationalität einer Person zu sagen, na ja, das ist ja klar, das ist ein Deutscher. Mhm. Ja, oder das ist ein, jetzt war es da nicht, das war ein Schweizer, aber ich habe das oft überlegt, na ja klar, das ist ein Deutscher. Mhm. Da kann man ja nichts anderes erwarten. Mhm. Also da wird der Fußball und auch das Thema missbraucht. Ja. Ja. Eine Zusatzfrage noch, würden Sie unterscheiden zwischen Vereinsfußball, also Europa League, Champions League und Nationalmannschaften, wo es Unterschiede gibt, stärkere Europäisierungschancen und durch den Nationalismus bei Nationalmannschaften eher die Gefahr, dass sich die nationalen Emotionen aufwallen. Wenn Sie da aus Ihrer Erfahrung auch als Schiedsrichter Unterschiede sehen, dass der Vereinsfußball möglicherweise, der Club, Vereinsclubfußball eher Brückenschläge ermöglicht, Stichwort Fan, Brüderschaften, als diese Nationalmannschaften. Ja, das schon. Also die Nationalmannschaft ist halt dann ein Gebilde, sie vertritt ein Land, sie spielt für ein Land. Und da ist es schon eher so, dass man sagt, da kommt eher eine breite Front eines Landes, eine Ideologie, die kommt da auf einen zu und sagt, ey, also wir sind es jetzt, ja, wir Deutschen, wir Italiener, wir Franzosen. Der Vereinsfußball, der schlägt eher Brücken. Ja, weil die Mixtur der Mannschaft schon eine ganz andere ist. Da spielen Italiener, Franzosen, Engländer, Deutsche, was auch immer, die spielen in einer Mannschaft. Ja, das heißt, die sind schon viel eher dazu da, Verflechtungen in andere Länder Europas hinzubekommen als so eine Nationalmannschaft. Ja. Mhm. Ich denke mal, so eine Nationalmannschaft, die polarisiert eher. Beispiel, denke ich mal, Oliver Kahn. Oliver Kahn als Nationaltorwart von allen gefeiert als der Held, ja, und dann das Kleine dann wieder im, ist jetzt kein gutes Beispiel für Brückenschlagen, aber das eher von Polarisierung dann im Kleinen, wenn er bei Bayern aufläuft mit dem Bayern-Trikot, dann ist es der meistgehasste Mann, obwohl, wenn er für die Nationalmannschaft spielt, dann ist jeder stolz, das ist dass er ihn hat, ja, also das sind so Extreme und es ist die gleiche Person dahinter, ja. Und deshalb fängt es da oben in den Gedanken, im Kopf fängt es dann halt an auch in die falsche Richtung zu laufen. Ja. Vielen Dank, wir kommen zum zweiten Teil, der dann stärker sportwissenschaftlich ausgerichtet ist, nämlich Entscheidungshandeln. Das schießt sich jetzt der Blick hinter den Pfiff. Wie ist das Verhältnis von Rationalität und Emotionalität in Entscheidungsprozessen zu beschreiben? Lässt sich überhaupt von einem solchen Verhältnis sprechen? Es gibt sowohl auf dem Platz rationale Entscheidungen, es gibt emotionale Entscheidungen. Und je nachdem, wie man sich frei machen kann, von Emotionalem gelingt einem mehr und mehr das Rationale. Allerdings, und das ist ein begleitender Faktor in Schiedsrichterentscheidungen, das Bauchgefühl. Also die Emotion, das gehört einfach dazu. Man lässt sich gerne auch von Bauchgefühl leiten. Passt die Entscheidung jetzt in dieses Spiel oder passt sie nicht rein? Man hat in einem Spiel, in einem Bundesligaspiel ungefähr zwischen 250 und 300 Entscheidungen in 90 Minuten. Und dabei unterbricht man nicht so oft das Spiel, sondern man sieht einen regelkonformen Zweikampf und sagt dann weiterspielen, dann ist es eine Entscheidung. Und von diesen 250 bis 300 Entscheidungen sind rund 30-35% so richtig nach Regelwerk schwarz-weiß. Die kann ich nach rationalen Gesichtspunkten einfach aburteilen und sagen, so ist es. Ja, und 65-70% der Entscheidungen sind Ermessensspielraum, Graubereich. Ja, das ist die Würze des Fußballs und deshalb auch der Emotion. Und vollkommen legitim, dass Sie bei einer Situation, die Sie zwei Schiedsrichtern zeigen, zwei Meinungen bekommen. Das ist durchaus möglich. Und deshalb ist es halt immer so ein Thema, Verhältnis von Rationalität und Emotionalität. Na klar, es wäre furchtbar, weil wenn wir nur rational entscheiden würden, dann wären wir ja Roboter. Wir müssen emotional entscheiden, dann ist auch Stimmung da. Ein interessantes Verhältnis, ne? Das fand ich bemerkenswert. Ja. Hättest du damit gerechnet? Nee, hätte ich nicht. Aber genau so geht es mir auch. Also das ist, ich glaube, wenn man versuchen wollte, das jetzt wirklich in die andere Richtung zu schieben und zu sagen, dass, wie Sie das gerade dargestellt haben, wir machen es jetzt qua Rationalität roboterartig, dann würde, glaube ich, das Wesen des Spiels sich komplett verändern. Und das
was verloren gegangen ist. Ja, es geht absolut was verloren. Also selbst wenn die Kleinigkeit verloren geht, dass sie nach einem Spiel, das sie erlebt haben im Stadion, sie können sich ja gar nicht mehr aufregen, außer über das Ergebnis, weil sie sagen, ja, alles ist ja rational zustande gekommen, alles hat eine Ursache, eine rationale Ursache. Und sie könnten dann Sonntagmorgens an den Stammtischen auch nicht mehr diskutieren. Ja, genau. Und Montagmorgens müssten sie quasi gleich anfangen zu arbeiten, ohne über ihre Emotionen sich auszulassen. Ja, das würde ein Teil unseres Lebens nicht verschönern. Ja. Jetzt haben wir schon was zu dem Bauchgefühl und zu diesem interessanten Verhältnis gesagt. Welches Wissen ist für Entscheidungsprozesse relevant? Ich glaube mal, der Grundsatz dessen, welches Wissen ist relevant, dass sie wissen, dass sie nicht alles hundertprozentig richtig machen können und entscheiden können. Das, also von diesem Perfektionsgedanken, ich kann alles, ich weiß alles, ich kann alles entscheiden und dann stimmt es auch. Ich glaube, da muss man sich lösen, dazu sind wir Menschen auf dem Feld. Und ansonsten ist es auch nicht allzu empfehlenswert, wirklich, wenn man jetzt mal zwei Mannschaften nimmt und sagt, diese zwei Mannschaften stehen am Samstag gegenüber und ich werde der Schiedsrichter sein und ich muss aber alles über diese Mannschaften kennen. Ich muss sämtliche Eigenarten kennen. Ich muss wissen, mit welchem Bein flankt der normalerweise, von links, von rechts, wie geht er rein. Könnte ich jetzt am Beispiel von Arjen Robben nehmen und sagen, wenn ich weiß, dass Arjen Robben, der geht immer von rechts nach links, zieht er rein und dann ist er meistens im Strafraum drin, dann legt er sich noch auf den linken Fuß, um dann abzuschließen. Das weiß ich. Aber ich weiß nicht, ob er das beim nächsten Spiel auch so macht. Ich weiß, dass er es kann. Und wenn ich jetzt voreingenommen noch an die Sache rangehen würde und sage, ja, und immer wenn man den berührt, dann fällt er hin, dann würde ich genauso voreingenommen mit dem angeblichen Wissen an die Sache herangehen und dann sagen, ja, dann ist es niemals Elfmeter. Mhm. Ja? Und genau in dem Moment, in dem ich so agiere und so quasi vorbereitet bin, erleide ich Schiffbruch, weil in dem Moment ist es ein klares Foulspiel und ich pfeife einfach nur nicht, weil ich falsch konditioniert bin. Mhm. Also zu viel Wissen ist ja auch nichts für den Entscheidungsprozess. Man muss immer, ich vergleiche es immer mit einem Computer, da muss da oben genug Arbeitsspeicher frei bleiben, um spontan reagieren zu können. Und dann ist es gut. Welche Formen von Beeinflussungen, von Einflussfaktoren bei Entscheidungen, beim Entscheiden, können Sie sich erinnern oder sind Ihnen präsent, die man unterscheiden könnte? Oder sind Beeinflussungen so gut wie gar nicht existent? Die sind omnipräsent. Ja, also es fängt doch schon an, und da sind wir, glaube ich, noch in Deutschland einigermaßen harmlos. Nachdem eben zwei Tage vor einem jeden Spiel die Öffentlichkeit weiß, wer der Schiedsrichter ist, wird ja in manchen Medien schon geschaut, wie hat der in der letzten Statistik abgeschnitten mit dem Verein in der Begegnung und so weiter. Und ist das jetzt vielleicht ein gutes Omen oder ein schlechtes Omen? Das wird ja, auch wenn man selber nicht liest und mitbekommt, das wird ja immer platziert und vielleicht auch indirekt dann weitergegeben, sodass es einen dann doch erreicht. Das ist das eine. Dann haben wir ja keine Pari-Situation in einem Stadion. Auch da wird Druck ausgeübt und versucht, Entscheidungen zu beeinflussen. Dann auf dem Feld selber. Da sind dann auch Spieler da, die kommen und sagen, das war gut gesehen, gut gepfiffen, prima, würde ich genauso machen. Das ist doch nur eine indirekte Beeinflussung zu sagen, ich bin bei dir und vielleicht kann ich dann beim nächsten Pfiff den Vorteil für mich erhaschen. Ja. Eine Situation, die ich selber mal erlebt habe, bei einem nicht ganz unbedeutenden Spiel Dortmund-Bayern war, dass der Geschäftsführer dieses Heimvereins dann auf den Platz kam, Viertelstunde vor Anpfiff, als wir uns noch beim Warmmachen draußen befanden und zuerst meine Assistenten begrüßt hat, dann mich und dann gesagt hat, toll, dass Sie da sind, eines der tollsten Spiele heute Abend, wunderbar, tolle Atmosphäre, die ganze Welt schaut auf dieses Spiel, das entscheidende Spiel um die deutsche Meisterschaft. Guck mal, ich habe gehört, Sie sind Bayern-Fan. Ja, also, das ist so ein psychologisches Kriegsspielchen, bis kurz vor Anpfiff, ja, oder auch nach dem Spiel, wenn es mal nicht so gut lief, hinterher zu treten und zu kolbern, der pfeift bei uns nie mehr ein Spiel. Das ist jetzt mal rein auf den Schiedsrichterbereich
Und ich glaube auch so, es gibt immer unterschwellig irgendwo, also ich würde es so machen, aber Sie müssen ja entscheiden. Ja? Das ist ja nichts anderes, wie irgendwo versuchen zu beeinflussen. Also das ist immer da. Von daher sind Sie präsent. Ist nur die Frage, wie geht man damit um? Also Vorfeld, Medien, Stadion, Atmosphäre, Fankulturen, Spielfeld mit den verschiedenen mehr oder weniger einflussnehmenden Spielern und vierte Ebene Funktionäre, Vertreter des Vereins, die auch in irgendeiner Form subtil oder mehr oder weniger versuchen, genau, gutes Wetter zu machen. Ja, ist alles da. Da ist alles da, ja. Schlägt die jeweilige Entscheidungsgeschichte, zum Beispiel mit Teams, Spielern, Trainern und so weiter, auf aktuelle und zukünftige Entscheidungen zurück? Geht es immer wieder mit maximal neutralem Habitus ins nächste Spiel? Ich glaube, dazu sind wir sehr viel Mensch. Aber dass wir das völlig ausblenden könnten. Der Anspruch ist allerdings schon der, zu sagen, neues Spiel, neues Glück, es geht mit wirklich maximal möglichem neutralem Ansatz rein. Was im Unterbewusstsein passiert, weiß ich nicht, welche Prozesse sich da abspielen und ob das tatsächlich auch gelingt. Aber das ist zumindest der Ansatz. Selbst wenn man dann wirklich mal quasi hintergangen wurde oder wenn man eine schlechte Erfahrung gemacht hat oder wenn man selber vielleicht zu dieser schlechten Erfahrung durch eine schlechte Entscheidung beigetragen hat, dann ist es schon ein mulmiges Gefühl, auch wieder auf darin reinzulaufen, in dieses Stadion, auf den Platz zu laufen, weil man wird daran erinnert. Ja, das ist ja so. Also man wird in den Medien daran erinnert, zwei Tage vorher, da geht's los. Ja, unter diesem Schiedsrichter hat unser Verein noch nie gewonnen oder die letzten Statistiken sagen nichts Gutes aus über diesen Spielleiter. Ich denke, wow, ja, klar, es ist da, aber ich selber habe immer versucht zu sagen, nö, das ist wieder ein neues Spiel. Welche Rolle spielen die eigenen Vorstellungen von gut, richtig, falsch, verwerflich, fair, unfair? Und gibt es eine Art persönliches Ranking sogenannter No-Gos, zum Beispiel Schwalben, Beleidigungen, Rassismus etc.? Ja, das gibt es tatsächlich. Also unabhängig dieser sportlichen Werte wie Fair Play gibt es durchaus auch Werte, die jeder Mensch und jede Persönlichkeit einbringt, egal ob das jetzt im Sport ist, in der Persönlichkeit als Schiedsrichter oder ob das ein Professor ist an der Universität, ob das ein Politiker ist in der Politik, egal wo. Es gibt Menschen, die ein gewisses Leitbild haben, die einen gewissen Wert verkörpern und so ist es natürlich auch der Schiedsrichter auf dem Feld. Ja, für mich war immer Respekt und Wertschätzung war für mich immer gang und gäbe. Also das heißt, ich habe immer so weit wie möglich versucht, die Menschen mit Sie anzureden und dann eine natürliche Distanz auch zu haben und immer versucht, in Ruhe anzureden, solange es da geht. Ja? Um diesem rauen Ton im Bundesliga-Geschäft durchaus einen wertschätzenden Raum auch zu bieten. Und ich muss mir nur bewusst sein, ich muss es als Erster machen. Also ich kann es nicht einfordern, wenn ich es selber nicht zeige. Und deshalb war es für mich dann immer wichtig, das zuerst zu zeigen und den ersten Schritt dann auch dazu zu machen, um dann meine Vorstellungen von Kommunikation und Spielleitung dann auf den Platz zu bringen. Es gibt sicherlich dann auch so eine Art persönliches Ranking, wo man sich aufregt, wenn da Spieler das machen, ja, und sagt, jetzt hat er doch tatsächlich versucht, mich hinters Licht zu führen, ja, und hat da eine Schwalbe hingelegt, weil, da ärgerst du dich, ja. Oder ein Phantomtor. Ja, klar, also Dinge, ja. Da ärgerst du dich, aber es gibt wunderbare Gelegenheiten, selbst in diesen 90 hektischen Minuten voller Emotionalität und Testosteron, die da freigesetzt werden, sich auch mal selber runterzuholen. Mhm. An schöne Dinge zu denken, ja, die dann völlig abseits des Fußballs passieren können und sagen, ach, ob ich jetzt da auf Einwurf für die oder die entschieden habe, deshalb haut's die Erde keinen Nanometer aus der Umlaufbahn raus. Ja, das ist dann halt schon so in Relation zu setzen, das, was da passiert. Mhm.
Es kommen mir immer wieder spontane Fragen, die gar nicht in dem Katalog sind. Mhm. Direkt dazu, in Ihrer PowerPoint-Präsentation gibt es eine Szene, wo praktisch Kopf an Kopf Schiedsrichter und Spieler zu sehen sind. Ich glaube, ja. Der Spieler trägt ein Trikot von 1860 München. Ja, genau, gut beobachtet. Frage, gibt es sowas wie auf gleicher Augenhöhe zu stehen mit den Spielern? Oder ist der Schiedsrichter doch drüber und versuchen manche Spieler durch diese Kopf-an-Kopf-Face-to-Face-Situation auf gleiche Augenhöhe zu kommen. Aber wie ist überhaupt das Verhältnis des Schiedsrichters zu den Spielern? Gibt es da eine Hierarchie? Also in den Jahren zurück, in denen ich angefangen habe, die Schiedsrichterei auszuüben, war das Credo immer, die ersten 10 Minuten müssen dir gehören als Schiedsrichter. Da musst du zeigen, wo es lang geht. Und ich konnte mich nie anfreunden mit dieser Marschroute. Weil ich denke, das kann es doch nicht sein. Ich muss doch nicht in den ersten 10 Minuten ein Machtgebaren an den Tag legen, meine Macht demonstrieren und sagen, hey, aber alles muss mir folgen und weh, ihr schafft es nicht, dann gibt es Strafe, ja, in Form von gelben oder roten Karten oder öffentlich wirksamen Ansagen. Was passiert denn? Ich hole einen Spieler her in einem Stadion mit über 80.000 Menschen und stelle den quasi jetzt an die Wand und sage, du böser Bube, ja, was mache ich denn mit dem? Ich stelle ihn ja bloß, ja, das ist ja furchtbar. Nein, ich habe versucht, dann eher so ein bisschen den Partner hinzubekommen, so einen Dialog hinzubekommen, sehr viel auch zu reden mit den Spielern. Und das ist für mich viel wichtiger gewesen, so einen kurzen emotionalen Draht, so eine emotionale Bindung hinzubekommen mit 22 unterschiedlichen Charakteren, die viel wichtiger ist, um Balancen zu finden auf so einem Spielfeld. Ja. Zusatzfrage, war das immer so? Wir reden ja von einer autoritären Zeit, von 68, ja. Post-68. Ja. Trainer sind heute auch nicht mehr Zuchtmeister, sondern eher schon partnerschaftlich, kollegialer. Ja. Hat sich das auch für das Schiedsrichterwesen so herausentwickelt? Ja, das war, also wenn man das nimmt, da war der Schiedsrichter immer der Unantastbare. Jahre zurück, ja. Dieter Pauli ist Ihnen und mir ein Begriff aus ja. Gladbacher Zeit. Ja. Wo Schiedsrichter auf dem Spielfeld ganz unnahbare Personen waren, mit denen auch kaum in Dialog zu gehen. Und jemand hat die mal falsch angesprochen, ja, dann kam aber ein riesen Donnerwetter zurück und man war fast sogar verbrannt, auch für die nächsten Spiele. Also der Spieler dann auch und wenn man die Schiedsrichter unterhalten sich ja dann auch und dann hatte man den auf dem Kicker und der musste dann büßen, was er letzte Woche für einen gesagt hat, musste er nächste Woche dann büßen. Also solche Dinge, da halte ich gar nichts davon, aber das ist so, ja, also aus der Historie herausgewachsen, zwischen Befehl und Gehorsam auch ein Stück weit auf dem Platz. Aber es hat sich auch wie in der Trainergeneration mehr und mehr dahin entwickelt zu sagen, ich bin Partner, ich bin Begleiter des Spiels. Ja. Ich bin einer derjenigen, der Leitplanken darlegt, auf den Platz bringt und sagt, hört mal her, Jungs, zwischen diesen Leitplanken könnt ihr euch bewegen. Funktioniert es? Dann kann es sein, da werden die Leitplanken etwas breiter, funktioniert es nicht, müssen wir ein bisschen enger fahren, aber das hängt alles von eurem Tun und Handeln ab. Ja, das kann ich euch anbieten, so nach dem Motto, macht was draus. Interessant. Ja. Vielen Dank. Die nächste Frage ist sehr allgemein, auf die vorhergehenden etwas bezogen auch. Welche Rolle spielen bei No-Gos und bei Wertungen auch Ihre europäischen Erfahrungen? Ja, das sind natürlich, also das hängt zusammen mit den unterschiedlichen will ich sagen, Nationalitäten bzw. Verhaltensmustern. Ja, ich nehme nochmal das Beispiel, bemühe das nochmal und sage, toll war es immer auf der Insel zu pfeifen, weil wenn die rein britischen Mannschaften unter sich sind, dann wusste man, da kann man Fußball spielen lassen. Ja, die hören tatsächlich erst auf zu spielen, wenn der Fuß 90 Grad abgewinkelt dann tatsächlich so ist. Dann war es ein Foul und dann kann man auch mal unterbrechen. Aber ansonsten wollen die kicken. Die lassen auch den Schiedsrichter soweit es geht in Ruhe. Wenn du aber ein Europapokalspiel hast zwischen einem englischen Team und einem italienischen Team, dann, wenn der englische Spieler an den Italiener hinkommt, dann schlägt er 3 Purzelbäume und dann denkst du, oh, was war denn da jetzt wieder los? Ja, ganz brutal. In den unterschiedlichen Teilen und das sind natürlich auch Erfahrungen. Oder ich hatte ein U21-Spiel, das weiß ich noch wie heute, Europameisterschaft in Holland und da spielte Tschechien gegen England. Ja. Und von der tschechischen Mannschaft, da war einer, ja, der war in einen Zweikampf verwickelt, auf einmal fiel dem ein, ja, jetzt könnte er mal hinlegen. Ja.
Jetzt habe ich nicht reagiert. Dann war seine Mannschaft im Ballbesitz. Dann hat er sich bemüßigt gefühlt, wieder aufzustehen. Ist ein paar Schritte gelaufen, signalisiert also, hey, es geht weiter. Und dann kam England in Ballbesitz und dann hat er sich wieder hingelegt auf den Boden. In der Hoffnung, jetzt unterbricht er der Schiedsrichter, weil er sieht, es geht mir nicht gut, jetzt haben wir weiterspielen lassen und es ist dann nach Murphy's Law, es kommt immer dann knüppeldick. Aus diesem Angriff folgte ein Tor und auf einmal konnte der springen und war schnurstracks beim Assistenten draußen, um sich zu beschweren und eine riesen Menschenraum. Ja, also das sind dann schon auch Erfahrungen, die einen prägen, wo man denkt, ja, so geht es zu in Europa. Ja. Sie haben eigentlich die nächste Frage schon beantwortet. Gibt es unterschiedliche nationale Muster? Ja. Ja, können wir die vielleicht ein bisschen konkretisieren noch? Oder am Beispiel, die Sie erlebt haben als Schiedsrichter. Sie haben gepfiffen in Charkiw, Dnipro, Petrovsk gegen FC Genua als Beispiel. Nur. Ja. Oder viele andere Erfahrungen auch in Südkorea, Katar. Können Sie da ein paar Beispiele nennen, wo man sagen kann, das würde mit deutschen Spielern nie passieren? Oder das also Katar war für mich sehr prägend am Anfang, weil die Menschen, und da glaube ich, die kommen da nicht wirklich offen auf sie zu. Sie tun zwar so, als wären sie offen, sie sind saumäßig freundlich auf dem Spielfeld, aber nur solange sie ihren Vorteil darin sehen. Sobald die Mannschaft zurückliegt, sobald sie vielleicht die ein oder andere Entscheidung gegen sich haben, schlägt dieses Charakterliche total um. Und sie werden miesig drauf. Ja, sie werden dann furchtbar. Ja. Wo ich sage, ich habe nichts gemacht, außer dass ich nur diesen Regeln Geltung verschafft habe und versucht habe, ein Spiel zu begleiten. Aber wenn man dann so nicht so quasi diese Vorteile haben, dieses Freundliche, wenn man das nicht dann erwidert im Sinne von Leistungen oder Bevorteilungen von Spielsituationen, komischerweise wird man. Ändert man dann das Verhalten. Jetzt gehe ich wieder ganz hoch in den Norden und sage, Skandinavien, England, so diese britisch geprägten Fußball-Stylisten, ehrliche Haut, klarer, direkter Output, das passt mir nicht. Ja? Dann sage ich es dir einmal, aber dann ist auch gut. Ja? Ich komme nicht ständig. Und ich glaube, wir haben so in Mitteleuropa, in Deutschland, haben wir so den Mischmasch aus allem. Bei uns kommt alles an. Ja, und das erlebt man dann wirklich in diesen 22 unterschiedlichen Charakteren, was eine hehre Aufgabe ist, da eine Balance zu finden. Ja. Und so lässt sich das, glaube ich, auf einen Nenner bringen. Also wirklich so nationale Muster und dann auch wieder geprägt in der Frage, wer ist denn Trainer? Ja, also was ist die Philosophie auch? Es hängt sehr stark ab von der Philosophie eines Vereins. Was, ich kann mich entsinnen, Jürgen Klinsmann ging auf die Insel als Fußballer und wurde erzogen. Ja, der Diver genannt, aber er wurde erzogen. Fußball spielen, bis es nicht mehr geht. Wäre er irgendwo anders hingegangen, wäre es vielleicht in eine andere Richtung gegangen. Ja? Also das sind schon so Dinge, wo man sagt, das ist länderspezifisch, vereinsspezifisch. Ja. Das hat dann schon zu prägen. Nachgefragt noch einmal, wo haben Sie als Schiedsrichter den meisten Respekt erfahren? Wenn Sie außer Deutschlands gepfiffen haben, in der Wertschätzung, auch in der Anerkennung als Schiedsrichter. Und wo haben Sie gespürt, hier versucht man so massiv Einfluss zu nehmen oder auch manipulativ zu schinden, Schwalben zu machen, hinterm Rücken zu agieren? Ja. Kann man da auch Erfahrungen oder Unterschiede herausarbeiten? Kann man. Vor vielen Jahren waren wir aus deutscher Sicht immer gern gesehen und eingeladen für entscheidende Meisterschaftsspiele oder Pokalfinals in verschiedenen Herrenländern. Da wurde Deutschland immer angefragt, sei es Bulgarien, sei es Rumänien, sei es Ukraine, sei es Russland, sei es Südkorea, solche Dinge, sei es ganz runter im Süden, den nordafrikanischen Raum mit Libyen, Katar, Ägypten. Da wurden immer, wenn es darum ging, deutsche Schiedsrichter angefordert, ein deutsches Schiedsrichterteam, weil man sagte, diese Jungs, die da kommen, da kannst du machen, was du willst, die pfeifen so, wie es sein muss. Ja? Wir haben einen unheimlich hohen Stellenwert in diesen Ländern gehabt und haben ihn noch und auch in England oder sowas, wo man sagt, da wirst du als Schiedsrichter akzeptiert.
Und in anderen Ländern, auch in Europa, sei es in Spanien, sei es in Italien, sei es in Griechenland, versucht man natürlich um dieses Ding herum auch Einfluss zu nehmen. Sind wir ehrlich, auch große Vereine wie Real Madrid, Barcelona, Juventus Turin, Mailand und so weiter, wie die Großen halt so alle heißen in Europa, haben immer versucht, Einfluss zu nehmen. Ja, sei es über Animositäten, sei es Geschenke, sei es sonst was, was man versucht hat. Also wenn man es über Jahre zurück betrachtet, wo ich noch nicht aktiv war, wenn man nur 50% dem Glauben schenken darf, was manche erzählen und erzählt haben, dann war es eine vogelwilde Zeit früher in Europa, im Schiedsrichterwesen. Ja. Danke. Spielen soziokulturelle Unterschiede im Verhältnis von Schiedsrichter und Spielern eine Rolle? Sowas wie die Akzeptanz von Entscheidungen, Kritik und ihre Form, Wertschätzung von Entscheidungen etc. Soziokulturelle Unterschiede. Ich bringe mal ein Beispiel. Ewald Lienen, Karl Allgöwer galten als die Intellektuellen im deutschen Fußball. Ja. Also die sich auch jenseits des Fußballsports über die NATO-Nachrüstung geäußert haben oder über den zivilen Ungehorsam. Mhm. Das heißt, man weiß als Schiedsrichter, man hat es mit einem Intellektuellen zu tun oder der Bräuch von Mönchengladbach galt als der Mozart, der später in Asien gespielt hat. Ja. Hat man da einen anderen Zugang zu so einem Spieler? Als wenn ich jetzt weiß, das ist jetzt, ich sag's mal, ein Nicht-Intellektueller. Ja. Ein einfach ein gestrickter. Ja, ja, ein einfach gestrickter. Ein einfach gestrickter. Genau, genau. Also man. Es gibt Unterschiede. Und am liebsten sind mir auf der einen Seite Typen, mit denen man sich auch reiten kann, wo man klare Positionen auch ausmacht auf so einem Spielfeld, die man aber auch für sich gewinnen kann im Sinne des Fußballspiels und sagt, du bist ein Führungsspieler aus meiner Sicht. Und klar, es ist natürlich auch mit einem Handwerkszeug eines Schiedsrichters zu sagen, wen kann ich wie wo auf dem Spielfeld beeinflussen, wen kann ich wie ansprechen. Sie haben 22 unterschiedliche Menschen, mit denen müssen Sie sich unterschiedlich unterhalten. Bei dem einen kommt, da müssen Sie nicht einmal was sagen, da kommt schon der Blick an. Und bei dem anderen müssen Sie sich wirklich, wenn Sie sagen, mit den Intellektuellen, die mir übrigens sehr am Herzen liegen, weil da warst du dir bewusst, den kannst du nehmen, den kannst du als Führungsspieler nehmen. Ja, da bist du wirklich, da können wir mal Augenhöhe herstellen. Andere, die nur blöd von der Seite kamen, sie lösen mir jetzt das Problem nicht wirklich. Ja. Also von daher, klar gibt es da Unterschiede, völlig normal. Ja. Aber das merkt man sofort, das merkt man nach wenigen Minuten, nach wenigen Begegnungen, wer ist wie drauf und wer kann da was. Ja. Mhm. Ist eine Entscheidungskultur abhängig von der jeweiligen sozioökonomischen und systemischen Verortung eines Spiels, also die Bedeutung, die ein Spiel hat. Also Stichworte, international wird anders gepfiffen, es gibt besonders herausgehobene Spiele, es geht darum, die Superstars zu schützen, etc. Hat das einen Einfluss, hat das eine Bedeutung bei den jeweiligen Entscheidungsfindungen und Entscheidungshandlungen? Ich glaube ja, im Ansatz dessen, dass ich sage, nehmen wir mal, ich habe am Wochenende ein Bundesligaspiel, das lautet Ingolstadt gegen Darmstadt, das hatte ich mal. Ja, das, also da war Fußball, Kultur war da gar nichts, da war eine effektive Spielzeit am Schluss da von knapp 41 Minuten, von 90 übrig gebliebenen. Und denke mir so, viel Fußball haben wir jetzt da nicht gespielt, ja, wenn man das am Ende sieht, die Statistik. Und dann bin ich unter der Woche unterwegs bei einem Champions League Spiel und denke, jetzt spielt dort meinetwegen Arsenal London gegen FC Barcelona, dann bin ich mir im Grunde genommen schon klar, dort wird Fußball gespielt und vorher wurde Fußball gearbeitet. Mhm. Und jetzt kann ich viel mehr Raum lassen. Ich kann meine Leitplanken buchstäblich ganz weit auseinanderbringen, weil ich weiß, die wollen Fußball spielen. Das heißt, ja. Und ich merke das auch, und das merkt man beim Zuschauen auch, dass die Spieler untereinander viel mehr auf sich Acht geben, dass die dann nicht mit irgendwelchen unnützen, unkontrollierten Aktionen dem anderen in die Parade fahren, sondern die respektieren sich gegenseitig. Das ist dann schon auch hart, ja, aber die respektieren sich. Es ist normalerweise nie so, dass es in einer unfairen Art und Weise gegeneinander geht, sondern man respektiert die Kunst des anderen. Das
und jetzt wirklich die Kunst des anderen. Ja? Da gibt es natürlich auch Ausnahmen, wo man sagt, okay, du gehst mir jetzt auf den Messi. Ja? Aber das ist wiederum wichtig, weil dies zu erkennen, ist dann wichtig für den Schiedsrichter zu sagen, ich schütze dich jetzt. Ja? Und ich bin dann auch bei dem Spieler und sage, du pass auf, ich gucke nach dir. Ja? Foulspiel ist okay, aber wenn es über das normale Foulspiel hinweg geht, dann bin ich bei dir. Kannst du also jederzeit zu mir kommen, wenn es da irgendwie was gibt. Also das muss auch in den Gedanken des Schiedsrichters rein, zu sagen, ich muss das Spiel schützen und ich muss die kreativen Spieler für das Spiel auch schützen, ja, um die Kunst des Fußballspielens tatsächlich zu erhalten. Und dadurch entsteht vielleicht auch der Eindruck, dass international anders gepfiffen wird als national. Man kann einfach mehr erlauben. Ja, hört sich jetzt blöd an, aber international können sie es vielleicht auch ein Stück weit mehr. Die Mannschaften, die sich für den internationalen Fußball qualifizieren, haben ein anderes Niveau, als die nur im nationalen Bereich unterwegs sind. Ja. Und die Spieler nehmen es anders an. Also es ist wirklich zum Teil bis zum Exzess, wo man sagt, komm, play on, also Spiel, Spiel, Spiel. Und die Spieler sind dann auch wirklich pfinzig, wenn man zu früh den Stoppknopf drückt und sagt, ich halte das Spiel jetzt an. Also, wieso denn? Es ging doch weiter. Vielleicht noch, wo man selber denkt, oh, ja, also das war jetzt aber schon. Aber die Spieler wollen das. Die nehmen es ganz anders an. Und dadurch kommt der Eindruck, international wird ganz anders gepfiffen. Ja, insofern, man kann ihnen mehr Freiräume lassen. Das war jetzt eine großartige Hinführung jetzt. Mhm. Ja, das fand ich jetzt echt hochinteressant. Absolut. Ich hätte noch eine Frage, die wieder zurückführt in das Engere. Mhm. In den 70er Jahren galt der FC Kaiserslautern, der Betzenberg, als ein besonders hartes Pflaster. Ja. Dort gab es also regelmäßig viele Karten und man meinte, wenn man dorthin kommt, die treten auf die Socken. Geht man da mit einer moderneren Schiedsrichterhaltung, kollegial, fast immer auf Augenhöhe, möglicherweise da doch falsch rein, wäre ein alter Hautigen Schiri, der nach 10 Minuten zeigt, wer Herr im Haus ist, da besser damit um. Das ist auch so eine Frage. Gibt es allgemein gefragt, vom Beispiel weggeführt, heiße Plätze, wo man denkt, oh, wenn ich da jetzt hinkomme, da ist schnell der Teufel los, da springen die Leute gleich immer auf und sehen in mir den Sündenbock und ich muss da anders rangehen als Bayern München gegen Dortmund, wo dann wieder auch mehr gespielt wird und weniger geholzt wird. Gibt es sowas? Absolut. Jedes Spiel hat seine Eigenheiten und jedes Spiel hat auch seine Tradition. Jeder Spieler hat seine Tradition. Die gibt es. Als Schiedsrichter stellt man sich darauf ein und sagt, nach dem englischen Grundsatz, unexpected. Also es ist, man muss halt auf alles gefasst sein, letztendlich. Aber man weiß, wenn man auf den Betzenberg kommt, da wird Fußball gearbeitet. Da ist ein frenetisches Publikum dahinter. Man weiß, wenn man in Dortmund gegen diese gelb-schwarze Wand läuft, schon beim Warmmachen, die begleiten einen schon, ja, mit warmen Worten für die weiteren 90 Minuten. Das weiß man, ja. Da stellt man sich drauf ein. Völlig normal. Und ja. Wie? Indem man sich dessen eigentlich schon bewusst macht, sagt, hey, ich habe hier eine Rolle, ja, aber im Grunde genommen muss ich trotzdem so hellwach sein, dass mir das Spiel nie entgleitet, dass ich immer eine Antwort auf alles habe. Und das ist halt ein reichhaltiger Erfahrungsschatz, den man gesammelt hat. Vielleicht ist man hier ab und an auch mal auf die Nase geflogen, das ist völlig normal und hat Entscheidungen getroffen, wo man sagt, oh, okay, jetzt kann ich die Emotionen verstehen. Ja. Auf der anderen Seite sagt man, okay, man muss dann halt in einem Rückblick auf sein Spiel, auf seine Entscheidungen auch reflektieren können. Und es ist unheimlich wichtig, nicht nur aus den Fehlern zu lernen, sondern auch aus den Positiven zu lernen, das Positive weiterhin in seinen Rucksack zu packen und sagen, komm, wieso war es denn gerade so gut? Wieso haben das alle so akzeptiert? Wie bist du denn die Situation angegangen? Und das hinten in seinen Rucksack zu packen und sagen, wow, das behalte ich bei, das ist gut. Danke. Inwiefern verändert der jüngst eingeführte Videobeweis die Entscheidungskultur aktuell? Und wie sieht die Prognose für die Zukunft aus? Wie stehen Sie also grundsätzlich zu dieser neuen Methode? Ja, der Videobeweis. Könnte man eine Sondersendung machen. Vor Jahren, und wir hatten das Gespräch vorhin schon mal, vor Jahren war ich ein Traditionalist, der gesagt hat, geh mir doch weg mit dem Videobeweis, so ein Blödsinn, ja, der macht ja alles kaputt, der macht ja Emotionen kaputt und lass uns doch ehrlich darüber diskutieren, dass Fehler entstanden sind. Zwischenzeitlich bin ich auch ein bisschen gereifter und ergrauter und habe vielleicht die ein oder andere Erfahrung auch gemacht, in der ich mir im Nachhinein gewünscht habe,
hättest du nur mal so einen Blick auf den Bildschirm erhaschen können, um dann auf jeden Fall anderer Meinung zu sein. Es gibt Situationen, wo du sagst, eieiei, also das war total falsch in deiner ersten Wahrnehmung, und es gibt halt eben keine zweite Wahrnehmung. Es gibt dann noch die Assistenten, die vielleicht aus ihrer Sicht, aus ihrem Blickwinkel etwas übers Headset beitragen können, aber letztendlich hast du diese eine Wahrnehmung. Und also der Videobeweis als solches, ich finde ihn mittlerweile gut, dass es ihn gibt. Aber wir müssen uns immer vor Augen halten, woher kommt die Motivation, einen Videobeweis einzuführen. Der kommt nämlich aus Beispielen wie das Phantomtor, aus klaren Toren, die mit dem Arm oder mit der Hand erzielt wurden, wo jeder oder viele im Stadion gesehen haben, dass das irregulär ist, wo wirklich auch schwarz-weiß sind in der Definition, und wo man sagt, das ist genau eine Klarheit und da muss es gerechter zugehen. Da finde ich es gut, wenn dort der Videoassistent eingreift oder wir eine Chance haben, zumindest in einer Review-Area diese Bilder nochmal zu sehen. So wie es jetzt gerade eingesetzt wird, dass man an Szenen geht, die im Graubereich liegen, wenn zwei Menschen eine Szene angucken und kommen zu unterschiedlichen Meinungen, da finde ich es noch zu viel, zu oft, dass er eingesetzt wird. Weil das die Klarheit verwässert und wir dann wieder dahin kommen zu sagen, oh, jetzt wird es aber gefährlich, wenn der in Köln noch was gesehen hat. Ja, gilt es dann überhaupt noch, was der Schiedsrichter auf dem Feld entscheidet? Oder entscheidet jetzt Köln? Oder ja, müssen wir noch ein bisschen warten? Oder müssen wir noch abstimmen? Ja, es wird schwierig im Stadion. Aber von daher glaube ich, wenn wir dahin kommen zu sagen, man reduziert den Einsatz des Videoassistenten wirklich auf das Notwendige, auf das Klare, die klaren Fehler, die passieren, dann finden wir mehr Akzeptanz und dann kommen wir da auch hin, wo wir sagen, da wollen wir hin mit dem Videobeweis. Es ist natürlich ein Stück weit auch eine deutsche Krankheit. Man führt was ein, es muss perfekt funktionieren. Da darf keine Luft dran, es darf kein Fehler geben, das ist schwarz-weiß, das muss klappen. Ja. Tut uns halt das reale Leben immer nie so den Gefallen, dass es wirklich auch so klappt. Ja. Sondern es ist vielleicht ein langer und steiniger Weg. Und die lange geschrien haben, da muss ein Videobeweis her, wir haben die Technik. Und die waren die Ersten, die das wieder vertödelt haben, nämlich die Medien. Mhm. Indem sie das platt machen und hergehen mit dem Mikrofon einem emotionalisierten Spieler, das Ding unter die Nase halten, wo sie genau wissen, der hat jetzt quasi unter diesem Videobeweis gelitten. Ja, wie finden Sie den Videobeweis? Dass der nicht in den höchsten Tönen das Ding lobt, das ist auch klar. Wir haben noch genug Zeit, dass wir eigentlich diesen Themenkomplex, wenn Peter Frey das auch wünscht, jederzeit noch ein bisschen ausführen, noch ein bisschen differenzierter nachvollziehen können, weil wir zu diesem Fragenkomplex Videobeweis keine weiteren Fragen mehr auf dem Zettel haben. Also wir können das ruhig noch ein bisschen vertiefen. Wir haben noch, wir können jetzt die Antworten in so einer ökonomisch zielgerichteten, effizienten Weise, dass wir dort keine großen Verzögerungen sehen. Wir haben noch 40 Minuten. Vielleicht zum Videobeweis. Peter, wenn du was noch direkt hast. Ich meine, ich als Kölner soll jetzt was dazu sagen. Das sind die Fragen schon leicht emotionalisiert. Ist das Stichwort Köln nur gefallen, ausgehend von dem Ort, wo diese Beobachtung stattfindet, nicht der Verein? Das ist ein eigenes Thema. Aber vielleicht darf ich konkret zurückfangen. Peter kann sich in der Zwischenzeit, um sich von seinen verständlichen Gefühlen zu lösen. Aber er hat am Wochenende wieder einen Hoffnungsschimmer, dass ich mich auch gefreut habe. Es wäre ja verrückt gewesen, wenn auch am Ende der Ball noch reingegangen wäre, nachdem vermeintlich oder nicht Herr Gomez mit Hand das den Ball mitgenommen hat. Mhm. Wenn Sie zurückdenken an Ihre konkrete Erfahrungen, wo würden Sie sagen, hätten Sie sich im Rückblick echt den Videobeweis für sich gewünscht? Und können Sie noch mal ein paar Szenen, ich erinnere an Bayern München gegen FC Augsburg, erinnern, wie vielleicht der konkrete Fall für Sie war, Feulner. Ja. Und jetzt graben Sie natürlich in den dunkelsten Gemächern der Vergangenheit, das ist gemein. Ja. Das muss man vielleicht noch mal schildern für den Kollegen, der das vielleicht nicht mehr weiß. Also die Kollegen der Neuzeit, die das noch nie so erlebt haben. Ja. Also letztendlich ein scheinbar harmloses Spiel, vor dessen Durchführung jeder eigentlich nur über die Höhe des Heimsieges des FC Bayern spekuliert hat. Ich glaube, am dritten oder vierten Spieltag der Saison 15-16, also meiner Abschlusssaison,
Da geht man natürlich auch etwas beschwingter rein und sagt, hey, toll, tolles Spiel, Bayern Derby, wunderbar. Und es kam dann, wie es kommen musste, nämlich ganz anders. Augsburg führte 1-0, erst und später Ausgleich durch Lewandowski in der zweiten Halbzeit zum 1-1. Und dann hat in der letzten Minute, beziehungsweise in der Nachspielzeit, hat mein Assistent eine Wahrnehmung, dass Da Costa gefoult wird von Vollner im Strafraum. Und die Bilder haben aber was ganz anderes dann wiedergegeben, nämlich dass der Vollner einfach stehen blieb und der Da Costa einfach schnurstracks in ihn reingelaufen ist. Mein Assistent signalisierte mit offener Fahne, das ist jetzt 11 Meter. Er hat also einen Wahrnehmungsfehler gehabt und ich habe selber mehr in den Ballungsraum des Strafraums geschaut, weil da machen die Strolche ja alles Mögliche. Die halten sich, die stehen sich auf die Füße, bevor sie sich auf den Ball konzentrieren, der da reinkäme. Habe dann nochmal nachgefragt, bist du dir sicher? Ja klar, der fault den. Ja prima, also gut, dann machen wir 11 Meter. Riesenproteste, ein Riesenaufschrei. Thomas Müller schnappt sich den Ball, legt ihn auf den Punkt und haut ihn rein, 2-1 für Bayern. Kurze Zeit später Schlusspfiff. Und unter tosendem Applaus der Bayern-Fans und unter gellendem Pfeifkonzert mit Begleitung von Spielern und Offiziellen des FC Augsburg geht man dann in die Kabine und schaut sich diese Bilder dann gleich an. Hat schon die ersten SMS-Nachrichten, dass das niemals ein Elfmeter war. Dann schaut sich die Bilder an und denkt, oh, jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen. Also mit der Folgerung auch, dass man dann sagt, ja, sofort Statement, 5 Minuten später klopft es an die Tür, kommt der Aufnahmeleister von Sportcast und sagt, Herr Kirchhoff, wir interviewen Fragen AD, ZDF, Sport 1 und Sky, wann wollen wir es machen? Ja? Dann weiß man, oh, das sollte man gleich machen. Ja? Und so nahm das dann seinen Gang. Und an dieser Szene hätte ich mir sicherlich gewünscht, überhaupt die Chance zu haben, nochmal das bewegte Bild zu sehen. Weil dann wäre sofort klar gewesen, es war niemals ein Elfmeter. Ja? Ein anderes Spiel hatte ich mal, Wolfsburg gegen Hertha, wo ich ein Tor für Hertha zurückgenommen habe, was eigentlich regulär gewesen wäre. Da waren wir dort, haben wir uns zuvor getroffen. Das war das, ja, genau. Das war das Spiel. Und dann war das für Wolfsburg ein Tor gegeben, was hätte niemals zählen dürfen, weil es vorher ein Foul war. Also quasi hat er doppelt benachteiligt. Genau. Und ich weiß noch, Dieter Hoeneß war damals Manager bei Hertha BSC und der hat mich dann empfangen und im Kabinengang, oh, das waren keine schönen Worte, ja. Also alles viel. Und man war sich dessen schon irgendwie danach sofort bewusst, wenn so Emotionen frei werden, dass da irgendwas falsch war. Und wie so ein begossener Pudel ging ich dann den ganz normalen Weg zurück. Der führte nicht über die Mixzone, das sind wir nie gegangen, sondern im Innenraum vorbei, hinten in die Tiefgarage. Und dort vor dem Eingang der Tiefgarage hat dann das Fernsehteam von RBB dem Schiedsrichterteam aufgelauert. Ja, so quasi mit Überfallinterview und eine ganz doofe Nummer und ich habe mich damals ganz schlecht gefühlt. Das war so ein Thema, wo ich sage, bei diesen zwei Situationen nochmal die bewegten Bilder gesehen und ich bin mir sicher, ich wäre zu einer anderen Entscheidung gekommen. Ja. Also punktuell kann man das schon so sagen, aber bei vielen Dingen, und deshalb bin ich auch so ein bisschen der Verfechter, nur bei klaren Dingen, bei vielen anderen Dingen, sage ich heute, ja, das kann man so. Das kann man so sehen. Ja. Und da gibt es, wenn ich jemand anderen frage, gibt es da sicherlich auch noch eine andere Meinung. Und die ist auch regeltechnisch begründbar. Ja, das ist so der aus dem Graubereich. Also, da gäbe es genügend Beispiele, wenn man das jetzt zurückverfolgt. Oder aus Gladbacher Sicht, Gladbach-Bayern, rote Karte damals für Lucio wegen vermeintlichem Tritt in den Hintern. War es einer, war es keiner? Vielleicht hätte das bewegte Bild geholfen, ja. Aber es war Rot gegen Lucio. Das Spiel hat Gladbach gewonnen, Bayern hat die erste Halbzeit nur dominiert und die hatten ein paar strittige Szenen. Aber es wurde danach auch in der Presse hochgespielt und gezeigt. Damals hat sich der damalige Manager Uli Hoeneß sehr echauffiert. Bleibt sowas im Hinterkopf? Er hat dann gesagt, der Kircher ist nie für uns, der hat uns hinterher verpfiffen und dann bleibt sozusagen so eine Brandmarkung, wie so eine Punzierung. Ja. Kirche pfeift gegen Bayern, als Beispiel nur. Bleibt sowas im Hinterkopf und arbeitet dann irgendwann einmal, wenn man wieder Bayern pfeift und hat es einen Einfluss, kann man sowas bemessen? Aus dem Munde von Uli Hoeneß sind diese Worte ja fast ein Kompliment zur Neutralität, dass man sagt, wow, ist ja eigentlich ein Lob. Ist halt nach. Ich glaube, dazu sind wir einfach Menschen, dass Worte nicht ihre Wirkung verfehlen. Das ist einfach so. Ja. Aber
genauso wie ich versucht habe, ein nächstes Spiel wieder völlig neutral anzugehen, völlig unbeschwert anzugehen, so ist es auch das. Ja, weil wenn ich jetzt da reingehen würde und sage, oh, jetzt muss ich aber gucken, dass ich da irgendwie eine Ausgleichsentscheidung treffe und aus dem letzten Spiel, aus der letzten Saison oder irgendwas, das würde ich ja nie in der gleichen Güte hinbekommen. Also das Thema Konzessionsentscheidung oder sowas, das wäre ja fatal, das würde man nie in der gleichen Güte hinbekommen. Auf der einen Seite, in einem Spiel ist es ein Strafstoß, auf der anderen Seite ist es der Strafstoß und muss aber zwingend dann die rote Karte nach sich ziehen und schon ist eine Disbalance da. Deshalb auch in der Glaubwürdigkeit, wenn in der ersten Hälfte etwas passiert ist und man kriegt es mit, man kriegt Informationen von Experten, man kriegt Informationen über die Medien, die Spieler sehen das, man kriegt dort auch ehrliche Informationen und Feedback zurück, dann erntet man mehr Akzeptanz und Glaubwürdigkeit, wenn man dann sagt, ja, habe ich gerade auch gesehen, war so, war leider falsch, meine Einschätzung, aber wir machen trotzdem so weiter wie bisher auch. Eine Portion Gradlinigkeit schafft mehr Akzeptanz. Stichwort Konzessionsentscheidung, wenn wir jetzt vom Videobeweis, den wir gleich wieder zurückkommen können, wegkommen. Man hat oft das Gefühl, oder manchmal schon, dass bei einem Spiel, wo der Schiedsrichter in zwei Fällen in der ersten Halbzeit einen relativ klaren Elfmeter möglicherweise nicht gegeben hat, in der zweiten Halbzeit eine Szene im Strafraum, die eher nicht dazu angezeigt war, Elfmeter zu geben, dann doch den gibt. Nach dem Motto, jetzt ist das dritte Mal. Kann sowas bei allen Bemühen um Objektivität doch eine Rolle spielen, sagen, ich habe vorher eigentlich geirrt, habe ich in der Halbzeit gesehen, Videobeweis oder so, hätte ich eigentlich geben müssen, jetzt aber Konzession oder Kompensation. Ja. Spielt das eine Rolle? Also ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwo da oben ein paar Vernetzungen gibt, die dann letztendlich zu der Lösung führen und sagen, so und jetzt gebe ich es dann doch. Ja, jetzt war es ein, zweimal war es so deutlich, vielleicht in der ersten Halbzeit und ich habe es nicht gesehen, dass vielleicht beim dritten Mal in der zweiten Halbzeit, wenn nur 85% da liegen, effektiv in der Wahrnehmung, dass dann das aufgerundet wird zu 100%. Kann ich mir vorstellen. Wie gesagt, du kannst es halt nie nachvollziehen in Form eines Entscheidungsprotokolls, wie kam denn jetzt die Entscheidung zustande. Man kann es nur mutmaßen, obwohl man sich vielleicht, wenn man das anschaut und sagt, ist doch klar, wenn man das so sieht. Ja. Und für jemand anderes, der das neutral beobachtet und emotional nicht dabei ist, der sagt, naja, also das war jetzt deutlich weniger als das andere vorher. Ja. Der Zuruf aus dem Publikum, wie weit spielt der auch eine Rolle? Kann man sowas heraushören wie einen authentischen Zuruf oder den automatischen, immer pfeifenden Reaktionsprozess? Oder gibt es sozusagen auch akustisch Wahrnehmungsmöglichkeiten, wo man sieht, das Publikum reagiert jetzt sowas von, also wirklich zu Recht empört, oder ein Aufschrei, der so evident ist, da muss was passiert sein, auch wenn ich es nicht klar gesehen habe, dass man so auf was reagiert? Ja. In manchen Dingen ja. Heutzutage ist es dann zum Teil schon Modeerscheinung. Ja? Also ich nehme mal das Handspiel. Egal, wenn der Ball an den Arm geht, egal zu welcher Gelegenheit, kommt der Automatismus aus dem Publikum, halt, hol ich pfeift einmal. Ja? Also da kann man schon fast sagen, also wenn das Publikum schreit, dann lass lieber die Finger weg, da zu pfeifen, weil da war garantiert nichts dran. Das ist so schon Modeerscheinung. Genauso wie Spieler den Arm heben, wenn der Ball irgendwo an den Arm geht und sagt, Hand, ja, da wird, und obwohl die in der Nähe stehen, das sehen, das geht an die Brust oder ins Gesicht oder sonst wohin. Das ist schon Automatismus, da versucht man den Schiedsrichter zu beeinflussen. Aber man darf das Publikum nicht unterschätzen. Die sind brutal vernetzt zu anderen Möglichkeiten. Als Beispiel, ob eine Entscheidung passt oder nicht, oder ob sie komplett daneben liegt, das kriegt man sehr schnell zurückgespiegelt von den Zuschauern. Weil die haben zu Hause auch die Kumpels, die Basisagenten, die vor Sky sitzen oder in der Kneipe sitzen und dann eine SMS zu ihren Kumpels schreiben ins Stadion und sagen, klarer Elfmeter. Ja? Dann merkt man auf einmal, kurze Zeit nach einer Entscheidung, die man nicht getroffen hat, Unruhe im Stadion. Das merkt man. Interessant. Ja? Aber man muss es trotzdem ausblenden und sagen, interessiert mich nicht, aber war wahrscheinlich jetzt irgendwas. Wo man auch ehrlich ist, ist, wenn man so eine Szene sieht, die weh tut. Also wo man jetzt wirklich sieht, da ist schon in der Entstehung Dynamik drin und der räumt den jetzt ab. Da merkt man so ein erschrockenes, ja, und das ist dann meistens ehrlich. Und da kann man als Schiedsrichter auch sehr kurz schließen und sagen, oh, okay, wenn die Menschen in einem Stadion das schon so wahrnehmen, so, ja, so, dieses Erschrockene, dann war was drin. Ja. Besonders in der Ecke, in der es sich dann auch abgespielt hat. Es ist ja so, die haben oftmals einen sehr guten Blick von der Tribüne aus. Ja.
Vielen Dank. Gibt es zum Thema Video Beweise, wahrscheinlich doch noch Fragen, ergänzende Fragen von deiner Seite? Nein, das jetzt nicht, aber das, vielleicht können wir das später ja nochmal in der Diskussion machen. Mhm. Gut. Also so. Wir können, sind gelassener geworden, muss ich sagen. Wir haben unseren Frieden damit geschlossen. Ja, wobei das immer schwer ist. Also Köln hatte ich auch mal die war sogar in der Saison 15-16 oder davor, ne, ich glaube 15-16, und da war Köln auch gebeutelt, meine ich hier und da. Ja. Da hatten sie, glaube ich, 3-4 Spiele hintereinander, und ich hatte sie dann gegen Dortmund zu Hause. Ja. Und diese Spiele haben sie gewonnen. Genau. Ja, wobei auch dort ein Elfmeter versagt wurde von mir, der sich nach Betrachtung der Bilder auch als klarer Elfmeter herausgestellt hat, wobei kurz heftig und ansatzlos einfach unten getroffen, und ich habe es nicht richtig wahrgenommen. Und ich bin ehrlich, wenn man solche Szenen hat, ohne dass man es forciert und dass man bewusst anders entscheidet, aber wenn man jetzt sagt, oh, jetzt hast du denen einen Elfmeter versagt, Mist, es könnte nichts Besseres passieren, wenn die Mannschaft nachher tatsächlich auch gewinnt und sich quasi deine Fehlentscheidung nicht negativ auf das Ergebnis auswirkt. Also es ist nach außen hin, erleidest du dann weniger Häme und Spott und Druck. Na, intern ist es egal, du hast diese Einzelentscheidung in den Sand gesetzt. Ja? Aber so in der öffentlichen Wahrnehmung fällt zuerst mal die erste Last weg von dir, weil die Mannschaft hat es gerichtet. Ja? Also. Zum Videobeweis hätte ich noch eine spezielle Frage, weil ich nicht weiß, ob wir das auch in der anschließenden Diskussion zum Vortrag hören werden. Wir hatten zwei strittige Entscheidungen in den letzten Wochen, am Wochenende. Wird ein Elfmeter für Augsburg nicht gegeben, weil der Augsburger Spieler Finn Borgerson im Spielerkreis, wie sich dann mit Videobeweis zeigen ließ, den Ball mit der Hand mitgenommen hat. Zwei Wochen zuvor ein Laufduell auf der linken Seite zwischen Oskar Wendt und Caligiuri. Der Schiedsrichter ist in unmittelbarer Nähe und winkt weiter, nachdem angeblich, so der erste Eindruck, ein Bodycheck von Wendt an Caligiuri stattfand. Der Ball kommt in den Strafraum. Lars Stindl wird gefoult, ihm wird der Fuß weggezogen. Der Schiedsrichter entscheidet auf Elfmeter. Beim Stand von 1-0. In Augsburg wurde der Elfmeter nicht gegeben. Es kam zu einem Freistoß für Freiburg. In Mönchengladbach ist der Elfmeter zurückgenommen worden und ein Freistoß für Schalke gegeben worden, wegen des Checks von Wendt an Caligiuri. Beim dritten Mal hinschauen beim Video hat man dann gesehen, dass der Caligiuri zuerst den Wendt gestoßen hat und der Wendt sich einfach nur gewehrt hat und reagiert hat. Wie weit ist die Grundsatzfrage in diesen beiden Beispielen festgemacht, wie weit soll der Videobeweis zurückgeführt werden auf Spielszenen, die sich vor der geahndeten Szene abspielten? Und was passiert dann mit der geahndeten Szene, die ja ein Verstoß war, ein Regelverstoß, und eigentlich hätte zu einem Freistoß oder Strafstoß hätte führen müssen? Wie ist es dann erst recht bei Foulspielen, wo der letzte Spieler die Notbremse zieht und bekommt rot, davor war aber ein Regelvergehen, für die eigene Mannschaft zu pfeifen? Wie weit kann das zurückverfolgt werden? Muss hier nicht das Regelwerk klarer werden, eindeutiger werden, um diese eindeutigen Entscheidungen zu erzielen? Da muss man dann einen Blick auf das FIFA-Protokoll werfen. Das FIFA-Protokoll legt im Grunde genommen fest, wann darf ein Videoassistent eingreifen oder nicht und was ist da Teil des Ganzen. Und bei diesen zwei Szenen ist es nach Protokoll erlaubt, denn alles im unmittelbaren Zusammenhang in der Entstehung dieses Torerfolges, was dort in dem Angriff, im unmittelbaren Angriff passiert ist, wird zur Entscheidungsfindung herangezogen. Wenn der Ball dann mal abgewehrt ist und geht wieder zurück ins Mittelfeld und rollt da wieder neu, dann beginnt das Zählwerk von neuem. Das heißt, jetzt nehmen wir mal den Fall mit Augsburg und Freiburg. Dort hat sich dieser Spieler durch ein absichtliches Handspiel eben diesen Vorteil verschafft, und es war unmittelbar danach, in Sekunden später, war dann diese nächste Situation mit dem Strafstoß. Deshalb absolut regelkonform, protokollkonform zu sagen, das darf ich noch in die Wertung mit einfließen lassen. Und das ist eine Wahrnehmung, die wirklich schwarz-weiß war, weil der Schiedsrichter hat es aufgrund seiner Position nicht sehen können und hat es falsch eingeordnet. Klar. Das ist auch noch wichtig, dass seine subjektive Wahrnehmung wirklich zu 100% revidiert wurde. Und auch richtig revidiert wurde. Deshalb völlig zu Recht
hier dann kein Tor zu geben oder keinen Strafstoß zu geben, sondern Freistoß eben für Freiburg. Das andere ist, wenn ein Schiedsrichter 10 Meter daneben stand, das wahrnimmt, das weiterwinkt und die Fernsehbilder es nicht eindeutig hergeben, dass tatsächlich ein Vergehen vorlag, auch in diesem unmittelbaren Zusammenhang mit dem Angriff, dann sagt eigentlich das Protokoll, dann darfst du als Schiedsrichter diese Entscheidung nicht revidieren. Also aus meiner Sicht war das ein Fehler. Es hätte müssen Strafstoß geben für Gladbach. Mhm. Ja, das sage ich jetzt nicht, weil Sie als Gladbach-Fan mir gegenüber sitzen, sondern weil es einfach so faktisch ist, zu sagen, da darf auch ein Videoassistent nicht eingreifen, weil da hat ein Schiedsrichter in unmittelbarer Nähe so einen fußballtypischen, wir reden da von einem fußballtypischen Zweikampf, den hat er einfach weiterlaufen lassen. Ja. Vielen Dank. Eine Frage, die Sie da noch hatten, war dem Thema, inwieweit gilt dann, wenn er letzter Mann ist und eine Notbremse macht. Ja, ganz wichtig. Ja. Da ist es wiederum entscheidend, wie er die Notbremse macht. Macht er das durch ein einfaches Halten, dann tritt ja diese Notbremse nicht ein. Das heißt, wenn der Schiedsrichter blöderweise schon rot gezeigt hat, dann vom Videoassistenten revidiert wird, rausgeht in die Review-Area, das sieht und sagt dann, oh, aber vorher war da ein Foul oder ein Handspiel, also es hätte gar nicht zu dieser Situation kommen müssen, dann wird die rote Karte zurückgenommen. Die gilt dann faktisch nicht. Und es wird mit der Spielstrafe des Freistoßes dort für die verteidigende Mannschaft fortgesetzt. Wenn allerdings diese Notbremse zustande kommt durch ein Vergehen, das ohnehin unabhängig der Torschancenveredelung eine rote Karte nach sich gezogen hätte, das heißt, der hätte den getreten, also wirklich aus den Schuhen getreten oder geschlagen, dann bleibt diese rote Karte bestehen. Interessant. Ja, weil die ist dann faktisch einfach, gerade ob das Spiel unterbrochen ist oder nicht, wenn man so reingeht, dann bleibt diese persönliche Strafe so bestehen. Ja. Vielen Dank, willkommen zum vierten Block Face-to-Face-Kommunikation, der Blick auf das von uns nicht Hörbare. Wie ist die spezielle Kommunikation auf dem Platz und an der Seitenlinie zu beschreiben? Welche Stilmittel finden Anwendung? So eine Kommunikation auf dem Spielfeld kann rau sein. Ja, da kann schon mal ein Spieler kommen in der Mitte des Feldes. Da sind ja keine Wuschelmikrofone, die dann irgendwas aufnehmen. Da kann schon mal ein Spieler kommen und sagen, Schiri, was pfeifen Sie denn heute für Mist zusammen? Ja, kann man unterschiedlich reagieren, je nach Tagesform, je nach Lust und Laune. Zu reagieren, ja oder nein, oder zu sagen, ja, hätten Sie mich mal letzte Woche sehen sollen, ja, völlig egal, diese humoreske Art können Sie anwenden. Das ist typbedingt, da gibt es kein Handbuch, da gibt es kein Lehrbuch, ja, und es gibt auch keinen Anhang, was das Thema Beleidigungen anbelangt, ja, was zählt jetzt alles zu Beleidigungen, sondern das ist jetzt, je nach Gusto, was empfinde ich als Beleidigung, das ist dann auch Beleidigung im Sinne der Anklage und des Regelheftes. Es wird sehr viel kommuniziert und es wird sehr viel kommuniziert, wo die Zuschauer das gar nicht mitkriegen, wo die Medien das auch gar nicht einfangen. Und das ist wichtig, dort wie gesagt diesen kurzen emotionalen Draht zu den Spielern hinzubekommen, diese kleine Ansprache, nachdem ein Spieler sanktioniert wurde, quasi hier im offenen Bereich hergerufen wird, sanktioniert wird durch eine Ermahnung, durch eine gelbe Karte, dann ist er in erster Linie mal vor den Kopf gestoßen, dann ist er mal stinkig. Ja. Und das ist ein emotionalisierter Spieler. Und diesen emotionalisierten Spieler muss ich ja aus diesem Rot- oder Gelbbereich wieder runterkriegen, dass der mir das Spiel nicht kaputt macht. Und da ist es unheimlich wichtig, auch mit dem zu reden nach solchen Situationen. Ja. Geht's wieder? Sind wir wieder? Ja, muss er halt machen. Und da kann sehr viel passieren. Natürlich ist es typabhängig. Was steht mir da gegenüber? Steht mir da eher ein intellektueller Typ gegenüber oder steht mir da ein einfach gestrickter Typ gegenüber? Ja? Von einem einfach gestrickten Typ kann ich nicht tiefgreifendes erwarten jetzt im ersten Moment. Ja, der kommt einfach, den muss ich auch so bedienen. Ja? Oder ich muss ihn beschäftigen. Ja? Wenn man da sagt, da ist einer, der ständig versucht, das Spiel kaputt zu machen, indem er ständig irgendwelche Foulspiele macht. Der versteht zwar, wenn ich sage, beim nächsten Mal gibt es Gelb, da bringe ich mich aber unter Zugzwang. Weil das hört vielleicht ein anderer. Ja, und jetzt macht er eine Kleinigkeit. Und jetzt zeige ich nicht Gelb, sondern rede da nochmal mit dem. Und dann der das mitbekommen hat, kommt zu mir und sagt, ja, Sie haben doch gesagt, beim nächsten Mal gibt es Gelb. Ja, also bringe ich mich unter Zugzwang, will ich auch nicht. Dann sage ich dem lieber, beim nächsten Mal überlege ich mir was ganz Besonderes für Sie.
Ja, da ist er beschäftigt, da überlegt er, was meint er mit Besonderem? Ja, könnte ja gefährlich werden. Also Kommunikation ist sehr wichtig und Kommunikation an der Seitenlinie ist auch wichtig. Ja? Weil da versuchen natürlich offizielle Einfluss zu nehmen auf Schiedsrichterentscheidungen, auf das Spiel. Ich kann mich noch sehr gut erinnern an ein Spiel, das war Bayern gegen Hamburg, oder Hamburg-Bayern. Das war am letzten Spieltag. Schalke war mal 4 Minuten Meister der Herzen. Ja, klar, ja. Und ich war Assistent bei Markus Merk in Hamburg gegen Bayern. Patrick Andersson. Patrick Andersson, ja. Der hat den Ball dann genommen. Ja. Es war auch noch auf meiner Seite. Aber in der ersten Halbzeit zuvor war Janka vor dem Tor, hat ein Tor gemacht und ich habe damals die Fahne gehoben, Abseits. Jetzt war das aber kein Abseits. Und die Bayern wussten das sehr schnell. Und Uttmar Hitzfeld war dann auch als Trainer damals bei Bayern. Und der Henke, das war sein Mann fürs Grobe, der kam dann auch so. Und wie sich herausgestellt hat, haben die dann auch Informationen über die Medienvertreter bekommen, dass das kein Abseits gewesen ist. Und irgendwann stand der Uttmar Hitzfeld hinter mir, hat mir auf die Schulter geklopft und hat gesagt, ja, war kein Abseits. Kann jedem mal passieren. Aber wie schwer einem da die Fahne wird auf einmal, wenn da eine Mannschaft angreift, das ist Wahnsinn. Also das ist ja, da musst du dir schon ganz tausendprozentig sicher sein, um die nächste Fahne wieder zu bringen. Und das ist auch Kommunikation. Und es gibt Trainer, die sind gar nicht so emotional, also, oder die sind nicht so außenwirksam emotional. Jürgen Klopp, selber Schwabe, der war ja immer so, war ein Vulkan da draußen. Da gab es aber auch andere. Ein Thomas Schaaf, der saß am Anfang immer auf seiner Bank und hat nur gegrummelt. Jetzt pfeifen die wieder den gleichen Mist wie beim letzten Mal. Ja? Und das aber so hörbar, dass der Offizielle und der Assistent, wenn er vorbeilief, das immer hörte. Also so quasi so ganz subtil von unten her das versucht. Ja? Und ich weiß noch, Dieter Hecking, mein letzter Auftritt in Wolfsburg, das sagte mir dann mein Vorderoffizieller, bei irgendeiner Entscheidung muss er dann wohl losgelegt haben, es wird mal Zeit, dass der Kirche jetzt endlich aufhört. Ja, also solche Dinge, die kommen dann schon auch. Ja. Und so ist die Kommunikation dann halt auch. Auf dem Platz, neben Platz, da kriegen sie alle Stilmittel. Ja. Jetzt geht es mal um die Veränderung. Also wie verändern sich solche kommunikativen Situationen im Verlauf eines Spiels und im Verlauf der eigenen der Biografie? Ich glaube, die Kommunikation ist, wie verändert sich das im Laufe eines Spiels, halt auch ein Stück weit Spielstand abhängig. Ja? Wo man dann merkt, jetzt weiß man ganz genau, das ist vielleicht ein entscheidendes Spiel und die Menschen haben jetzt auch Druck. Ja? Man muss sich ja da auch versuchen, in die Menschen hereinzusetzen. Das Relegationsspiel 60 gegen Holstein Kiel gepfiffen, wo man dann wirklich wusste, das geht um die Existenz von 1860. Die Nervosität ist greifbar. Auf dem Feld, im Stadion, an der Seitenlinie. Und je mehr das Spiel voranschritt und sich kein Erfolg einstellte, desto nervöser werden die. Das weiß man. Also muss man vielleicht zurückrudern und sagen, okay, je nervöser die werden, desto ruhiger musst du werden. So habe ich es immer versucht. Ja. Und dann weißt du, es geht in den letzten 10, 15 Minuten geht es nochmal richtig, so, da ist nochmal richtig Wallung. Und in dieser Zeit musst du einfach der Ruhepol schlechthin sein. Zumindest es versuchen. Ja. Gelingt nicht immer, aber es ist so. Und jetzt, wenn man die Schiedsrichterlaufbahn mal so nimmt und ich da mal reflektiere, mein Werden und mein Tun, dann ist man, je älter man wird, desto mehr Lebenssouveränität kehrt auch ein Stück weit ein. Ja, und desto mehr Dinge werden da vielleicht auch belangloser. Ja, wo man meint, das berührt die Welt, das bewegt die Welt. Und eigentlich bewegt sie nur einen ganz kleinen Kosmos um diesen Ball, um dieses Stadion herum und mehr auch nicht. Und man ist dann natürlich am Anfang auch aufgeregter. Probiert sehr viel, das ist auch wichtig als Schiedsrichter. Man hat nicht wirklich als Schiedsrichter ein Vorbild. Deshalb zu dem Thema sportliches Vorbild als Schiedsrichter. Man hat nicht wirklich ein Vorbild, weil jeder Schiedsrichter hat seine eigene Persönlichkeit, seine eigene Vita. Und es wäre fatal zu sagen, ich kopiere Colina, ich kopiere Merck. Man geht eher her und sucht sich so Lösungsmuster, so Handlungsmuster und sagt, wie macht der denn das? Wie macht der denn das? Oh, das probiere ich auch mal. Ja? Und wenn das was ist in seinem eigenen
Bereich, in dem man das probiert und das hat Wirkung, das hat eine positive Wirkung, dann hinterlässt man es. Oder dann packt man es rein in seinen Erfahrungskoffer. Und andere Dinge dann, die nicht so funktionieren, weil es nicht so zum Typ passt, die lässt man dann außen vor. Und so ist es dann im Laufe einer Schiedsrichterbiografie. Man wird auch, klar, man wird ja auch wahrgenommen von Spielern und von Offiziellen, wenn man sie selber nicht pfeift. Ja, man ist ja in diesem Schaufenster des Fußballs mit drin und die gucken ja auch diese Spiele. Und dann sehen die auch, wie ist der so drauf als Schiedsrichter, als Mensch. Und das hat sicherlich auch Einfluss. Also eine gewisse Authentizität, die man da an den Tag legt, hilft einem auch, wenn es dementsprechend dann positiv ist. Ja. Die Süddeutsche Zeitung, ich zitiere jetzt aus der Vorankündigung in der Hildesheimer Allgemeinen, hat geschrieben, ich zitiere, Knut Kircher war der Heiner Geißler unter den Bundesliga-Schiedsrichtern. Ein verschmitzter, schlichter, den die streitenden Parteien immer ernst genommen haben, obwohl er nie laut war. Fühlen Sie sich mit dieser Charakterisierung getroffen? Wenn man das dann liest, das ist ja schon vor einigen Jahren gewesen, hat man dann Heiner Geißler vor sich oder denkt man eigentlich, die Spinnen, ich habe mein eigenes Bild von mir und ich bin meine eigene Marke, Kircher. Also erste Frage, würden Sie sich mit dieser Charakterisierung zutreffend beschrieben sehen? Wie haben Sie das aufgenommen? Oder sind Sie bemüht gewesen, aus einem Set von vielen Erfahrungen Ihren eigenen Weg zu gehen, Ihr eigenes Selbstbild von sich zu schaffen? Ich glaube zwangsläufig, jeder Mensch ist ja kein Klon eines anderen Menschen und macht seine eigenen Spuren in den Sand, in den Schnee, in den Leck rein, sodass er die eigene Persönlichkeit auch selber entwickeln muss. Punktuell glaube ich, dass er immer verglichen wird mit gewissen Handlungen, die er an den Tag legt. Ich weiß noch, wie heute, da habe ich irgendwo mal in einem Spiel irgendwo was gezeigt, dann hieß es, ah ja, das ist ja der Aaron Schmidhuber der Neuzeit. Ja, dachte mir so, Aaron Schmidhuber, okay, ein Riesenschiedsrichter, WM-Schiedsrichter damals Italien. Und lange Jahre dann als Beobachter und Lehrwart und da wurde ich mal verglichen. Ja. Dann hieß es, boah, das ist der und der und da und da. Und jetzt Heiner Geißler oder auch andere Dinge. Ich habe es gelesen, ich fand es sehr, sehr amüsant und aber auch sehr treffend ein Stück weit. Ja. Wenn man Heiner Geißler natürlich als Person nimmt, dann passt es jetzt in dem Wirken, was er über seine Lebenszeit hatte, auch nicht wirklich zu mir als Person. Aber ich habe Heiner Geißler eher wahrgenommen als Schlichter damals bei Stuttgart 21. Da war er für mich sehr präsent. Und man muss eher so den, vielleicht auch zwischen den Zeilen lesen und dieser verschmitzte Lächler, das für mich vielleicht eher zutrifft, zu sagen, ja, mit der Lebenserfahrung konnte man über manche Dinge auch herzlich lachen, worüber sich manche vielleicht saumäßig aufgeregt haben. Ja. Ja, man kann nicht alles weglächeln, aber manchmal hilft ein Lachen. Sie haben Fanreaktionen und Öffentlichkeit auch angesprochen. Haben Sie sich eigentlich je selbst persönlich bedroht gefühlt? Ich habe einmal in meinem Leben einen Brief bekommen und ein sehr strebsames deutsches Unternehmen mit gelben Fahrzeugen und schwarzen Musikinstrumenten auf der Seite. Die haben wohl eine Abteilung, die stellen solche Dinge zu. Da steht drauf, Bundesliga-Schiedsrichter Knut Kircher, falsche Straße, falsche Postleitzahl, richtiger Ort und man kriegt solche Briefe zugestellt ohne Absender. Wie gesagt, ich habe einen bekommen, da stand mal nach einem Spiel nicht so Tolles drin, aber das war das Einzigste. Ja. Okay. Und ansonsten, wenn man in ein Stadion kommt und wenn man von einem Stadion rausläuft Richtung Spielertunnel, dass man da manchmal auch in Gesichter schaut, die einem in dem Moment nichts Positives wollen, das ist fast schon normal an der Tagesordnung. Aber es waren immer wieder tolle Begegnungen, dann auch im Zug dann nach Hause, ja, wo man dann Menschen, die, und wir waren ja dann auch erkennbar, aber Menschen getroffen hat in Speisewegen und sonstiges, von einer Mannschaft, die gerade verloren hat, ja, und die dann furchtbar abgeledert haben und dann saß man mit denen dann am Tisch und dann haben die dann, und dann kam man mit denen so ins Fußballfachsimpeln und zum Schluss ist man mit denen ausgestiegen und hat gesagt, das war jetzt mal ein tolles Gespräch. Jetzt sehe ich das ganz anders. Super. Ja, dann war ich immer begeistert und sage, hey, jetzt habe ich wieder einen bekehrt. Ja, oder zumindest habe ich ihm mal
hatte ich die Chance, ihm einen Blick durch meine Brille zu gönnen, durch meine Sichtweise zu gönnen. Ja? Also ansonsten bedroht eigentlich, nein, wo ich sage, da hatte ich jetzt wirklich Angst um Leib und Leben von meiner Person, nein, gar nicht. Vielleicht nochmal noch eine Frage zurück. Auch dazu haben wir schon etwas gesagt und interessiert mich oder uns. Was sind schwierige Fälle, Typen, Anlässe, besondere Situationen und wie haben Sie dann in solchen Fällen gearbeitet und reagiert? Ich glaube, schwierige Fälle sind immer, wenn man sich ein bisschen zurückentsinnt oder spezielle Tabellenkonstellationen, spezielle Konstellationen von Dingen, die passiert sind. Ich war bei einem Spiel, das weiß ich noch, weil waren wir als Schiedsrichterteam eingeteilt. Das war das erste Bundesliga-Aufeinandertreffen wieder zweier niedersächsischer Mannschaften, Hannover und Braunschweig. Und dieses Spiel war zufällig noch terminiert am Wochenende von Robert Enkes Jahrestag des Selbstmords. Und nachdem sie es dann nicht an diesem Tag, Gott sei Dank, nicht an diesen Tag gelegt hatten, sondern auf den Gedanken kamen, naja, das machen wir am Abend vorher, haben sie ein Abendspiel draus gemacht, was natürlich fatal war. Freitagabend. Freitagabend, Hannover gegen Braunschweig und jeder wusste schon, das sind zwei Mannschaften, die mögen sich gar nicht. Und auch die Fans mögen sich gar nicht. Und dementsprechend waren wir schon eingestimmt und wussten auch, oh, da gibt es mehr auf der psychologischen Ebene etwas zu tun auf dem Spielfeld, als dem wahrscheinlich regeltechnisch, sondern du hast einen anderen Einstieg. Du musst mehr mit den Spielern reden, vielleicht noch mehr als du sonst tust. Und vielleicht im Vorfeld auch schon mit denen reden, wenn man 2 Stunden, 90 Minuten vorher so in den Katakomben unterwegs ist, so die Smalltalks führen, um einfach mal zu erfüllen, wo sind denn da gerade die Befindlichkeiten, wo stecken die Nervositäten. Und es war dann, um dem Ganzen noch eine Schippe drauf zu geben, ein Anruf, der mich nachmittags erreicht hat, am Spieltag selber. Und es war am Telefon der Polizeieinsatzleiter für dieses Spiel. Bekommt man ja nicht so oft einen Anruf vom Polizeieinsatzleiter ja, in Hannover. Ja. Egal, ich will mich kurz vorstellen, ich bin der Polizeieinsatzleiter und wollte mit Ihnen mal kurz die Lage durchgehen, um Ihnen einfach mal so ein bisschen zu informieren, wie ist denn so gerade das Drumherum. Und in Hannover ist es so, das Hotel ist am Maschsee, also unmittelbar in Wurfweite, Steinwurfweite des Stadions. Man hat also eh schon alles mitbekommen, was da gerade mit Einbrecher der Dunkelheit so alles lief. Und dann sagt er also, nur zur allgemeinen Lage außerhalb und im Großraum des Stadions, es sind 200 gewaltbereite Fans aus Kopenhagen angesagt, 150 aus Stockholm und 100 aus Manchester. Die haben alle keine Karten, die kommen nur, um dieses Stadion, um dieses Spiel zu crashen. Die Braunschweiger Fans haben wohl etwas vorbereitet, die wollen da das Spiel zum Abbruch bringen. Also wir können außerhalb des Stadions und im Stadion auf den Rängen gucken, dass es ordentlich läuft und Sie können dafür sorgen, dass es auf dem Spielfeld dann halt ruhig ist. Das war wunderbar, tolle Situation, vielen Dank für die Information. Ja. Und mit diesem Gefühl geht man dann halt auch, ja, mit diesem Gefühl reist man dann an. Das ist natürlich nochmal ein zusätzlicher Adrenalinschub, der da in einem aufkommt und wo man dann sagt, wow, das ist heute eine Aufgabe. Da sind wir mal gut froh, ja, wenn das dann am Schluss so läuft. Man hat dann aber auch die Sensoren ausgefahren, um vielleicht noch näher dran zu sein bei den Spielern. Auf gewisse emotionale Ausbrüche zu achten und noch mehr zu schlichten, zu beschwichtigen. Und man fährt bei so einem Spiel vielleicht die Leitplanken dann etwas enger. Ja, und versucht nicht durch übertriebenes Fußballspielen zu lassen, noch Öl ins Feuer zu gießen. Ja, dass aus diesen emotionalen Befindlichkeiten der Spieler dann auf einmal ein Feuer entsteht, was man nachher nicht mehr löschen kann. Das ist also ein vorsichtiges Herantasten und unter Aufsicht der Spieler zu sagen, wie weit nehmen sie es tatsächlich an. Ja. Also von daher sind das besondere Fälle, Anlässe oder so Relegationsspiele oder auch Finalspiele, wo man sagt, wieso wird bei Finalspielen anders gepfiffen? Ja, es wird anders gepfiffen, weil man weiß, jede Entscheidung kann, wenn der Schiedsrichter eingreift, so ein Finalspiel tatsächlich entscheiden. Wir hatten dieses Relegationsspiel 60 gegen Holstein Kiel und am Tag vorher war das Bundesliga-Relegationsspiel Karlsruhe gegen Hamburg. Wer hat
ich frage dann immer, wer hat nach Meinung der Öffentlichkeit dieses Spiel entschieden? Und jedes Mal kam Manuel Gräfe durch den Freistoßpfiff wegen dem vermeintlichen Handspiel. Ja, ja. Und der Diaz schnappt sich den Ball und haut den Ball so in den Winkel, wie er es heute wahrscheinlich kein zweites Mal machen würde. Aber nach Meinung der Öffentlichkeit hat Manuel Gräfe das Spiel entschieden. Ja. Ja? Genauso wie damals Markus Merck das Spiel in Hamburg mit Bayern entschieden hat und nie mehr ein Schalke-Spiel gepfiffen hat in seiner Laufbahn. Ja? Das ist so ein Schiedsrichter, eine Entscheidung bei einem Spiel. Auf das wird es dann reduziert. Und dann bist du halt vorsichtiger, ich sag mal, sensibler irgendwo unterwegs. Und das sind die besonderen Fälle und Anlässe und Dinge, wo du dann strategisch so angehst und sagst, komm, lass dich nicht überraschen, sei auf alles gewappnet und geh es ein bisschen vorsichtiger an. Ja. Ja? Also nicht gleich so, juhu, prima, komm, jetzt lassen wir euch alle kicken. Ja? Ja. Dann kann es nämlich aus dem Ruder laufen. Holstein Kiel hat die Chance gehabt zum 2:0 bei den Relegationsspielen und 60 macht kurz vor Schluss, es war glaube ich noch Verlängerung, das 2:1. Und steigt nicht ab. 60 macht bis 2:1 und steigt nicht ab. Und, ja. Und die haben das noch gemacht. Ja. Haben wir da in so einer Situation auch mal Mitleid mit Spielern wie von Holstein Kiel, die eigentlich das 2:0 auf der den Ausgleich. War knapp. Holstein war die bessere Mannschaft. Die hätten das 2:1 machen können und im Gegenzug fast schafft 60 das 2:1 dann. Ja. Hat man da Mitleid mit den 60, mit den Kiel? Ja, man fühlt dann schon auch ein Stück weit mit. Ja. Aber in erster Linie ist man zuerst mal so, dass man sagt, kurz reflektierend, passt das alles so, kommst du da sauber runter, ja, das ist wirklich Eigeninteresse vor Fremdinteresse, aber im Nachgang schon, ja, auch. Ja, das Spiel Hannover-Braunschweig endete meines Wissens 0:0. 0:0, das war ein relativ armes Spiel. Das war ein ereignisarmes Spiel, was die Ereignisse auf dem Feld anging, ja, aber es war so wie so ein Ritt auf so einem Pulverfass, wo man nie wusste, wann explodiert es. Ja. Oder auch dieses Spiel 60, wo wir dann am Spieltag selber so gegen späten Vormittag auch nochmal zu einer Besprechung im Stadion geladen waren. Ja, und selbst die Verantwortlichen von 60 damals nicht wussten, wie sie mit der Situation umzugehen haben, die quasi gedroht hat, sie steigen ab aus der zweiten Liga, und für die das nicht greifbar war. Ja, und sagten, also für dieses Spiel ist vorbereitet, dass 400 Schaften sich in diesem Stadion in den Katakomben befinden, weil sie ihren eigenen Fans nicht trauen, was passiert da. Ja. Und wenn man das im Kopf hat und denkt dann, hey, Kiel führt gerade 1:0. Kiel führt 1:0. Was machen die? Es sind 70 Minuten gespielt, steht 1:0 für Kiel. Ja. Und ich denke, wow. Das Szenario hatte man 2 Jahre später mit Jan Regensburg. So ist es, ja. Im Grunde Fans ein Stadion zerlegt haben, ja. Mit den Wellenbrechern geworfen haben. Genau. Ja. Das hatten Sie glücklicherweise nicht im Fall. Während des Spiels Hannover-Braunschweig, haben Sie da Szenen erlebt, wo es brenzlig war? Oder waren die Spieler auch so gelehrig oder vernünftig zu wissen? Wussten die Spieler eigentlich auch von diesem Umfeld, von dieser polarisierten Situation mit Menschen aus Kopenhagen, aus Stockholm? Das weiß ich nicht, ob die das auch wussten. Aber man merkte den Spielern an, dass sie selber nervös waren. Dass es für sie ein ganz besonderes Spiel war, dass es für sie eine ganz besondere Atmosphäre war. Und es fing ja sofort an, dann auch mit bengalischen Feuern, die da kamen. Ja. Und ich glaube, das ist nochmal ein besonderer Anlass, auch zu sagen, es gibt eigentlich eine Eskalationsleiter, die sagt, pass auf, wenn die ersten Bengalos angezündet werden, kommt eine Stadiondurchsage. Wenn es dann wieder so weit kommt, dann gehen wir mal runter vom Feld. Und wenn es dann mit der Androhung eines Spielabbruchs, und wenn es dann wieder kommt, dann wird das Spiel abgebrochen. Aber da wusste man ganz genau, dass die, selbst wenn sie das erste Mal die anzünden, wenn sie das zweite Mal anzünden, das werden die ein drittes und ein viertes Mal anzünden. Und dann ist genau das, was sie wollten, geschehen, dass man nämlich das Spiel abbricht. Also im Grunde genommen auch wieder ein falsches Zeichen, jemandem die Macht zu geben, so ein Spiel abzubrechen. Ja. Aber das war, ja, das sind so diese besonderen Dinge. Ja. Ich hätte auch noch eine Zusatzfrage. Können Sie sich an ein Spiel erinnern, und vielleicht war es auch, wenn es nur ein Spiel gewesen ist, wo Sie im Laufe des Spiels gemerkt haben, jetzt die sind alle gegen mich, ich kriege es jetzt gar nicht mehr gelöst, egal was ich mache es aus der Perspektive aller anderen falsch. Und jede Minute herbeigesehnt haben, die das Spiel irgendwie dem Ende näher bringt. Und wo Sie dann später dann auch, wo das noch nachgearbeitet hat, gibt es so etwas, wo man das Gefühl hat, ich kann jetzt machen, was ich will, es ist jetzt wirklich so eine Double-Bind-Situation, es gibt kein richtig und ich weiß mir nicht mehr zu helfen. Ja. Ich weiß nicht, ob es ein ganzes Spiel ist, aber es sind gewisse Phasen. Also man unterteilt so Spiele ja immer gerne in Phasen. Und da gibt es durchaus Spiele, wo man sagt, oh nee, also da
Da ist ja gar nichts gelungen. Ja, da war jeder noch so kleine Pfiff und jede kleine Wahrnehmung, die hat gar nicht ins Konzept gepasst. Ja, und da ist man wirklich, da sucht man händeringend nach einer Insel, nach einem schwimmenden Holzstück, wo man wieder drauf kann, wo man sich festkrallen kann. Und da ist man froh um jede Entscheidung, die einem dann gelingt. Und man sagt, oh, jetzt beruhigt sich wieder das Umfeld um dich herum, das Publikum atmet durch und sagt, oh, hat er wieder zurückgefunden in die Spur, ja, ist er jetzt wieder da. Ja, das ist schon so, das ist ein Auf und Ab, das ist dann wirklich von einer ruhigen See über eine, ja, es sind schon mal ein paar Wellen da, über eine brutal stürmische See, wo man sagt, hoffentlich flaut da der Wind wieder ab und man kommt wieder in ruhiges Gewässer. Das gibt so Phasen, ja, aber da muss man dann auch durch. Ja. Wie verläuft die Nachbearbeitung derartiger Erfahrungen? Gut, aus der Erfahrung heraus letztendlich zum einen mal für sich selber, Schiedsrichter sind sehr, sehr kritische Menschen, selbstkritische Menschen, die ohne dass jetzt jemand von außen großartig kommen muss und sagen, du, das war jetzt aber da nichts oder das war was, dass wir schon selber sehr gut erkennen, was war jetzt was und was war nicht so gut. Das ist schon so. Es ist aber auch gut und so pflegen wir es ja, dass man solche Spiele nachbearbeitet in der Funktion eines Beobachters, der im Stadion ist, der Szenen mit einem bespricht und sagt, das war jetzt gut, das war nicht so gut, das hat gepasst in die Linie. Und dann das aber auch selber nochmal reflektiert, das ist auch wichtig. Also mit dem Gesprochenen, mit dem Gesagten, vielleicht auch im Austausch mit anderen, mal so eine Szene nochmal oder Szenen nochmal reflektiert und erarbeitet. Natürlich auch auf Lehrgängen, auf Stützpunkten, in denen so eine Vereinheitlichung der Regelanwendung auch gelehrt wird. Und den Job mache ich ja jetzt auch selber, nachdem ich aus dem aktiven Bereich draußen bin, als Beobachter und als Coach, um einfach so Handlungsfelder auch zu detektieren, Erfahrungen weiterzugeben, um den Kollegen zu helfen, vielleicht einen Fehler nur einmal zu machen und keine zweimal zu machen. Mhm. Das sind schon Dinge, die machen wir ganz, ganz exzessiv. Wenn jetzt ein Schiedsrichter da ist, der wirklich ein tiefgreifenderes Problem hätte, das nicht nur in der Spielleitung drin steckt, sondern wo er vielleicht irgendeinen Rucksack mitschleppt, wo er dran zu arbeiten hat, dann gibt es seit Baba Grafati auch ein Netzwerk von Sportpsychologen über Olympiastützpunkte hinweg, die wir aufsuchen können, anonym aufsuchen können. Da kann der Rookie dabei sein, der raketenmäßig hochgekommen ist und jetzt geht es gerade nicht so weiter, und da kann auch der Altgediente dabei sein, der sagt, wieso soll ich mir das noch antun? Ja, ich habe ja noch, hätte noch 2 Jahre, aber irgendwie fällt gerade der Drive. Ja. Also all das ist möglich, aber wichtig ist wirklich, das aufzuarbeiten. Wichtig ist aber auch zu erkennen, wo lasse ich meine Nase aus Medien draußen nach so einem Spiel, um nicht irgendwie da gegen die Wand zu fahren, und mache das mit einem gewissen Abstand. Ja. Und wem höre ich zu und wem höre ich nicht zu. Ja. Spielen solche Erfahrungen mit schwierigen Fällen und Typen und Anlässen in den Alltag und Beruf mit hinein und umgekehrt? Vieles, was ich im Beruf erlebe, konnte ich natürlich auch mit rübernehmen in die Schiedsrichterei, aber natürlich auch vieles, was ich aus der Schiedsrichterei erlebt habe, den Umgang mit unterschiedlichen Charakteren, mit unterschiedlichen Phasen, mit Spannungen, mit Kompromissen, mit Entscheidungen, kann ich heutzutage sehr gut anwenden, auch im Beruf. Ja. Gerade im menschlichen Miteinander, im Dialog miteinander, um da eine Lösung zu finden, um vielleicht auch gewisse Leitplanken zu geben. Beruflich, im Privaten sicherlich auch, wo ich mir immer denke, das ist auch nicht so ein einfacher Job, dieses Thema Kinder erziehen, ja, in der Familie irgendwo zu leben und zu denken, spiegelt sich da der Schiedsrichter wieder? Ist es dann der Schiedsrichter? Ist es der Spielmanager? Ist es der Spielbegleiter? Wer ist es? Ja, deshalb war ich immer sehr froh, mehrere Welten zu haben, in denen ich mich zu Hause gefühlt habe. Und ich glaube, jede Welt kann voneinander profitieren und ich kann was mitnehmen. Ja. Kann ich die nächsten beiden Fragen zusammenfassen? Gerne. Ja? Kein Problem. Es geht um die Planung von Spielen und ja, auch von Spielen, von denen man antizipiert, dass es vielleicht komplizierte oder schwierige, anspruchsvolle Spiele sein könnte. Wie laufen die Planungen ab und wird da auch in der Aus- und Fortbildung von Schiedsrichtern Wert drauf gelegt? Kriegt man da so eine Planungskompetenz mit an die Hand? Sie haben jetzt selbst gerade gesagt, dass Sie das jetzt auch weitergeben. Mhm. Ist das also wirklich so ein, so
ein Bestand der Ausbildung auch von Schiedsrichtern, dass man so die Planung dieses Entscheidungshandelns irgendwie auch mit auf den Weg bekommt? Man lernt es irgendwo. Ja. Dadurch, dass man ja als Schiedsrichter anfängt, wie ganz am Anfang eingangs gesagt, man macht es in der Theorie. Mhm. So, und jetzt geht es schon los. Jetzt wird man zum ersten Mal auf den Platz gelassen, mhm, und man läuft ganz anders. Man nimmt Situationen ganz anders wahr, auf einmal aus einer Schiedsrichtersicht und nicht aus der Spielersicht. Mhm. Und da wächst man hinein. Mhm. Und dann durchläuft man jede Leistungsklasse in dem aktiven Bereich. Also man kann nicht sagen, hey, du machst jetzt auf der einen Seite machst du die Schiedsrichterprüfung und zwei Jahre später bist du in der Regionalliga. Mhm. Das geht gar nicht, sondern man fängt ganz unten an im Jugendbereich und kommt dann in den aktiven Bereich und durchläuft quasi jede Spielklasse maximal oder minimal ein Jahr, eine Saison. Und ist schon ab der Bezirksliga unter diesem Bewertungssystem drin. Mhm. Und dann kann man aufsteigen, dann kann man absteigen und muss sich da also schon beweisen. Über die Lehrgänge bekommt man natürlich einiges mit, wie, mhm, über Herangehensweisen. Genau. Also man kriegt so ein bewegtes Bild eingespielt und sagt, wie würdet ihr jetzt da herangehen? Okay. Ja, was ist es aus eurer Sicht, zumal zu sagen, ja, das ist ein Foulspiel. Aber wie würdest du dich jetzt auf dem Feld in der Entstehung der Situation richtig positionieren, damit du auch den richtigen Einblick, Seiteneinblick in die Situation hast, dass du das auch wirklich wahrnimmst? Ja. Und das ist dann schon eine Lehre auf den Stützpunkten, auf den Lehrgängen, die man dann hat als Schiedsrichter, auch im gemeinsamen Austausch mit Verantwortlichen, mit Lehrwarten, mit Beobachtern, die immer wieder Tipps und Hinweise geben. Und wenn man selber dann Spiele anguckt, das, was ich vorher mal meinte, und sagt, wie macht der das denn eigentlich? Ja, was hat denn der für ein Erfolgsrezept, dass es bei dem so gut klappt? Das muss ich mir doch mal anschauen. Ja. Und das darf man, ich glaube, das ist wie das lebenslange Lernen. Man lernt nie aus. Mhm. Ja, man kann immer Best Practice, Lessons Learned Beispiele finden in anderen Handlungen. Und das ist das Entscheidende. Und letztendlich ist dann auch so, dass man sagt, ja, wenn man diesen geballten Erfahrungsschatz dann irgendwann mal gesammelt hat, dann will man ihn auch ein Stück weit weitergeben. Mhm. Ja, aber nicht jeder gute Schiedsrichter ist auch ein guter Lehrer, Ausbilder oder Trainer, und nicht jeder gute Fußballer ist ein guter Trainer, wie auch immer. Ja. Auch da muss man wieder dazulernen, wie sage ich es demjenigen, dass da jetzt vielleicht was nicht so in Ordnung war. Ja. Vielleicht zur Objektivität nochmal. Wenn man Schiedsrichter wird, dann hat man ja schon ein besonderes Verhältnis zum Fußball auch. Und vielleicht auch eine Präferenz für den einen oder anderen Verein. Kann man selbst gleichzeitig Fußballfan oder Vereinsfan und Schiedsrichter sein? Und wie ist dieses Verhältnis? Also wenn man als Schiedsrichter offensiv hergehen würde und sagt, also ich bin Fan von der und der Bundesligamannschaft, ich glaube, dann hätte man Schwierigkeiten. Mhm. Weil es ja natürlich einen nicht nur daran hindert, ein Spiel dieser Mannschaft zu leiten, es sei denn, sie kommt aus dem eigenen Landesverband, also in meinem Falle wäre das jetzt VfB Stuttgart, dann wäre ich ohnehin schon ausgeschlossen beim VfB Stuttgart, weil es so eine Verbandssperre gibt. Ja. In Württemberg, wir haben ja drei Verbände mit Südbahn, Baden und Württemberg. Das heißt, Hoffenheim, Freiburg ist für mich immer möglich gewesen zu pfeifen. Mhm. Aber der VfB Stuttgart nie. Und wenn es jetzt außerhalb Württemberg gewesen wäre, wäre es schon schlecht. Das heißt, man hätte die Mannschaft nie bekommen. Und aber auch im indirekten Duell, wenn es um Meisterschaften oder gegen den Abstieg geht und diese Mannschaft wäre mit involviert und man hätte ein anderes Duell, das damit reinspielt, hätte man das auch nicht bekommen. Also ich glaube, wenn man offensiv damit umgehen würde, wäre es nicht so ratsam als Schiedsrichter. Jetzt behaupte ich, dass ich glaube sogar, dass alle Schiedsrichter der Bundesliga vielleicht einen Lieblingsverein haben, für den sie ein bisschen Sympathie hegen, aber der nicht im Fanatismus für den Verein endet. Dass man sagt, das ist jetzt mein Verein und ja, und die Vereinsbrille aufsetzen. Bei mir war es zumindest so, ich bin Fußballfan, also ich hatte nie in den jungen Jahren, ja, war es einfach regionaler VfB Stuttgart, aber ansonsten habe ich das dann abgelegt, weil ich sage, ich komme mit der anderen Geschichte besser zurecht. Ja, sozusagen, ich bin Fußballfan, ich freue mich, wenn deutsche Mannschaften international gut abschneiden, weil das hebt den Stellenwert der Bundesliga. Ich freue mich, wenn die Nationalmannschaft gut spielt und ich konnte mich immer herrlich aufregen über Schiedsrichterentscheidungen,
gegen die Nationalmannschaft oder gegen deutsche Mannschaften, aber habe auch immer die andere Brille auch noch gehabt und gefragt, wie kommt denn der zu diesen Entscheidungen? Aber ein Fußballspiel, also immer mit zwei Augen angeschaut. Ja. Oder wenn jetzt am Mittwoch meinetwegen der Thomas Müller in der Champions League ein wunderbares Tor gemacht hat und ich hatte den am Samstag, dann konnte ich dem auch noch gratulieren und sagen, Herr Müller, tolles Tor, das Sie da gemacht haben. Freut mich. Ja. Aber es war mit Anpfiff dann ein Bundesligaspiel und zwar nicht das Champions League Spiel. Und der Thomas Müller war halt dann auf dem Platz. Ja. Alles gut. Ja. Also das ist das Thema. Und ich glaube, da ist jeder Schiedsrichter so professionell genug, dass er sagt, hey, da geht keiner zum Warmmachen raus und hat das Trikot einer anderen Mannschaft unter seinem Schiedsrichter-Trikot. Ja. Und fängt dann an zu jubeln. Es gibt so unendlich viele Fragen, bevor der Mann vom Rundfunk noch kommt, ich hoffe das, noch eine Frage, Thomas Müller, Stichwort. Ein Spieler, der mir immer aufgefallen ist, der sehr viel hadert und sehr viel einfordert und sich wiederholt beschwert. Wie geht man mit so einem Spieler um, der auch natürlich ein Spieler von Bayern München ist oder ein Spieler wie Ribéry, der nachweisbar mehrfach schon seinen Zeigefinger in das Auge eines anderen Spielers hineingedrückt hat und nicht gelb gesehen hat und alles schrie eigentlich, das muss doch rot sein. Gibt es einen Bayern-Bonus? Ich behaupte nein. Aber das ist das Thema, es gibt in Deutschland eine Mannschaft, die polarisiert die Massen. Es gibt entweder Bayern-Liebhaber oder Bayern-Hasser. Ja, ich will es nicht so genauen. Ein großer Teil dazwischen, aber das sind so die zwei extremen Lager. Und die Schiedsrichter wissen um das, die wissen auch um Franck Ribéry, ja, dass er ab und zu mal, wenn er, und es ist immer dann, wenn er gereizt wird, ja, und da gibt es ja Stilmittel auch von Mannschaften, die sagen, hey, da muss er drauf. Und da kommt immer ein anderer, dass es nie der gleiche ist, kommt immer ein anderer, es hat aber Methode. Ja, da muss man halt aufpassen, dass der A nicht austickt, das ist, den muss man dann ein Stück weit schützen. Und wenn so Dinge passieren, dann ist es halt auch wichtig, dass man nicht auf Mutmaßung handelt und sanktioniert, sondern dass man wirklich sanktioniert nach hundertprozentiger Wahrnehmung. Und das muss halt safe sein. Das muss bei Bayern extrem safe sein. Da muss ein Haken dran sein, doppelter Unterstrich, da darf keine Luft dran. Und dann ist es klar. Ja? Von daher ist es sicherlich schwierig, man hat ein Bayern-Spiel, wenn Bayern zu Hause spielt, aber es ist umso schwieriger, wenn Bayern auswärts spielt. Weil da ist ja das ganze Stadion ist ja gegen diese Mannschaft. Ja? Und da sagt jeder, es muss doch mal wieder eine Mannschaft geben, die Jungs da besiegen. Ja? Und da darf der Schiedsrichter nicht helfen. Ja? Also das Thema Bayern-Bonus ist klar, das kommt immer wieder. Ja? Aber es ist, und Thomas Müller, ich habe das auch verfolgt, diese Entwicklung, Thomas Müller war am Anfang seiner Bundesliga-Karriere nicht so, wie er heute ist. Es hat zugenommen mit einem internationalen Turnier mit der Nationalmannschaft und er kam zurück und da war er wie so ein bisschen ein umgedrehter Mensch. Und da hat es angefangen. Ja, ich habe das selber beobachtet. Das habe ich mal zu meiner Frau gesagt, das gibt's doch nicht. Wie benimmt sich denn der jetzt mittlerweile? Ja? Und wie gehen wir mit solchen Menschen um, indem wir ganz normal ruhig ihnen begegnen und sagen, Herr Müller, wenn da einer auf den Schiedsrichter zukommt, Herr Müller, meinen Sie, das ist jetzt der angemessene Ton, in dem wir uns hier unterhalten sollten? Ja? Also nicht die emotionale Leiter mit ihm hochzugehen, sondern eher eine Stufe runterzugehen und zu sagen, muss doch jetzt nicht sein. Ja. Es war wie eine Ansage, Thomas Mutsch, ich habe euch vor ein paar Minuten angekündigt. Hallo, grüß dich. Wir danken Ihnen herzlich für das interne Expertengespräch, ein Highlight für uns. Wir sind dankbar, dass wir es haben aufnehmen dürfen.